Es ist wieder mal soweit. Wir haben Dienstagabend, 19.30 Uhr. Hier ist Leben mit der Energiewende TV live aus Berlin. Guten Abend, herzlich willkommen hier im Studio. Guten Abend, hallo. So, heute Abend lernen Sie eine Wasserkraftschnecke kennen. Heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema Kleinwasserkraft und was das für eine Power hat, uns in Zukunft mit regenerativer Energie zu versorgen. Das erfahren Sie heute in der Sendung. Dazu noch werden wir Berts Privatflugzeug vorstellen. Ja, also ich meine, Bert konnte natürlich aufgrund der immensen Gagen, die er hier bei Leben mit der Energiewende hat, inzwischen auf Flugzeuge umsteigen. Aber er hat natürlich auch schon wieder Ideen, wie er mit Flugzeugen sparen kann. Das sehen Sie im hinteren Teil der Sendung. Wir sind sehr gespannt, welches Flugzeug Bert sich persönlich angeschafft hat. Das kriegen Sie heute in der Sendung zu sehen. Für mich war es nach der letzten Sendung eine traurige Woche, kann ich sagen, weil ich habe ja normalerweise nur einen von Berts Sparduschköpfen gehabt. Und ich habe immer zwischen Berlin und Gütersloh, ich habe ja zwei Wohnungen, habe ich immer meinen Duschkopf in Berlin abgeschraubt und habe den nach Gütersloh mitgenommen. Und letzte Sendung habe ich nun endlich einen zweiten Sparduschkopf von Bert bekommen. Aber den bin ich auch schon wieder losgeworden. Und zwar direkt in Gütersloh, weil Bert hat mich auf dem Weg nach Gütersloh per Telefon abgefangen. Bert, was ist denn passiert? Warum bin ich den losgeworden? Die hat unsere Sendung gesehen und hat gefragt, wo sie denn so einen Duschkopf herbekommt. Und in ganz Gütersloh, Frank, scheint es ja kein Kaufland zu geben, oder? Nee, gibt es nicht, gar nicht, nee. Gut, und das habe ich dann natürlich Frank postwendend mitgeteilt, dass unsere arme Zuschauerin keinen Zugriff hat auf Kaufland in Gütersloh. Und Frank war dann ganz großzügig, oder? Ja, und ich habe natürlich, liebe Zuschauer, so selbstlos bin ich. Ich habe sofort meinen Duschkopf zur Verfügung gestellt für unsere Zuschauerin, oder? Ja. Aber jetzt habe ich wieder keinen und muss, wenn ich morgen nach Gütersloh fahre, wieder meinen Duschkopf abschrauben. So ist das Leben. Aber Bert soll ja noch welche bekommen und dann werde ich sicherlich auch einen irgendwann haben. Also ich muss jetzt mal dazwischen gehen, Frank. So viel Selbstlosigkeit muss natürlich belohnt werden. Und ich denke, die Zuschauer geben mir da recht, wenn Frank dann gleich wieder heute noch einen Duschkopf. Neuen Duschkopf bekommt. Bert, komm her. Danke. Ja, jetzt bin ich wieder. Aber das ist doof. Jetzt kommt der nächste Zuschauer und sagt, ich will den haben. Das ist mal, müssen wir geheimnisvoll irgendwie machen. So, ja. Aber wir haben ja noch mehr tolle Themen heute in der Sendung, nämlich mit der Frage, wie putzen Sie sich die Zähne und wie kann man den Akku von einer elektrischen Zahnbürste austauschen? Das Ganze jetzt gleich im War Room. Und wir haben heute im War Room zu unserer Überraschung neue Opfer, neue Zuschauer im Studio. Wie sind Sie denn in unsere Sendung heute gekommen? Naja, also ich hatte so nach Kleinwasserkraftanlagen in Brandenburg gegoogelt. Aha. Und dann bin ich zufällig auf die Sendung hier gestoßen und ich kannte dich auch von YouTube. Und dann hat sich so der Kreis geschlossen und ich habe beschlossen, endlich mal herzukommen. Sehr gut. Ist das die richtige Entscheidung? Sehr gut gemacht, wirst du auf alle Fälle bejubeln, ja? Aber die Antwort könnte noch besser sein. Du musst sagen, du warst bei YouTube und wolltest mich schon immer mal sehen, bist hergekommen. Aber ist ja egal. Wieso interessieren Sie sich für Kleinwasserkraft? Ich hatte überlegt, meine Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Ach, so ein Ökomensch sind Sie, ja? Ja. Okay, studieren Sie Nachhaltigkeit oder so? Nee, Energie- und Prozesstechnik. Okay, gut. Und was spielt da Kleinwasserkraft für eine Rolle? Was sagt man darüber? Was man darüber sagt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte mir überlegt, eben so was Lokales, was in der Nähe ist. Und da dachte ich, Brandenburg, Kleinwasserkraft. Sehr gut, also richtige Entscheidung. Heute erfahren Sie alles über Kleinwasserkraft. Wie putzen Sie sich denn die Zähne? Mit einer manuellen Zahnbürste oder wie man das nennt. Also ich habe eine elektrische Zahnbürste. Okay. Und da habe ich die falschen Aufsätze gekauft und das war dann eher wie eine Bohrmaschine. Ich wurde da beinahe überzeugt davon, aber habe dann auch richtig Bluten bekommen und so, deswegen. Okay, und mit der manuellen sind Sie zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Kann man immer mitnehmen, hält ewig und. Okay, er spielt schon aufs Thema an. Danke erstmal.
So, wie sind Sie in die Sendung heute gekommen? Noch ein neues Gesicht? Ja, ich bin hier über Tim in die Sendung gekommen und noch ein Opfer-Zuschauer. hatte dann gedacht, ich schaue es mir mal an, mal schauen. Okay, studieren Sie auch so ein Kram? Ich studiere Maschinenbau. Maschinenbau, okay, genau. Alles klar. Okay, wie putzen Sie sich denn die Zähne? Auch mit einer manuellen Zahnbürste. Auch mit einer manuellen? Falsche Antwort, ja? Ich weiß es nicht. Wer putzt sich denn elektrisch die Zahnbürste hier im Studio? Ja, das wissen wir ja. Hier, bitte, gleich weitergeben, okay? Wie putzen Sie die Zähne? Mit einer elektrischen? Mit einer elektrischen Zahnbürste, ja. Sind Sie zufrieden damit? Ja, sehr. Okay. Ist Ihnen mal der Akku nach einer Zeit lang schlapp geworden? Natürlich. Nach welchem Zeitraum war das? Ungefähr 2 Wochen. Was, nach 2 Wochen? Ja, die hält relativ lange. Ach so, ja, klar, muss neu aufladen. Aber ich meinte, dass der über die lange Benutzungsdauer der Akku sozusagen. Ach so, nee. Das noch nicht. Wie lange benutzen Sie schon elektrische Zahnbürste? 1 Jahr in etwa. Okay, 1 Jahr. Und davor nur manuell, ja? Ja. Okay, wir testen jetzt nicht, ob die Zähne sauber geworden sind. Aber wer lange elektrische Zahnbürsten benutzt, hat bestimmt das Problem gehabt, dass der Akku irgendwann seinen Geist aufgibt. Und die Frage ist, kauft man 9 oder kann man eventuell den Akku austauschen? Und wir haben den Test gemacht. Hallo liebe Zuschauer. Heute gibt es wieder ein kleines Video von mir, diesmal zum Thema Nachhaltigkeit und was das Thema Nachhaltigkeit und diese etwa 7 Jahre alte elektrische Zahnbürste gemeinsam haben, das zeige ich euch jetzt. Wer von euch eine elektrische Zahnbürste besitzt, der kennt wahrscheinlich dieses wunderbar glatte Gefühl auf den Zähnen. Mit dem Putzergebnis der Zahnbürste bin ich immer noch sehr zufrieden. Nur der Akku macht Probleme und muss nach 2 bis 3 Mal Putzen wieder aufgeladen werden. Die Zahnbürste funktioniert immer noch hervorragend. Es wäre sehr schade, sie mitsamt ihrer gesamten Elektronik wegzuschmeißen. Also ab ins Internet und suchen. Ah, akkutauschen.de, das klingt doch vielversprechend. Die haben auch einen Shop. Und dort gibt es einen Akkutausch-Service für Zahnbürsten und andere Geräte wie Navigationssysteme und iPhones. Und da ist auch schon meine Zahnbürste. Also ab in den Warenkorb und zur Kasse. So schnell ist das Ganze schon bestellt. Übrigens gibt es den Akkutauschservice auch bei Amazon für diverse Akkutypen und Zahnbürstentypen, wie ich später herausgefunden habe. Nach der Bestellung war ruckizucki das Paket mit dem Versandmaterial bei mir zu Hause angekommen. Das Paket enthielt neben dem ganzen Verpackungsmaterial und der Rechnung auch noch eine sehr detaillierte Anleitung, wie die Zahnbürsten und die dazugehörigen Ladegeräte fachgerecht zu verpacken sind. Ich habe gleich 2 Zahnbürsten versandt, da ich mir beim 2. Mal die Versandkosten dadurch sparen konnte. Zum Schluss wurde noch der beigelegte Versandaufkleber auf das Paket aufgeklebt und dann wurde das Paket einfach in einen Briefkasten geschmissen, da es sich bei dem Paket um einen Maxi-Brief handelt. Nach nur 4 Tagen klingelte es schon wieder an der Tür und das Paket kam zurück. Das ging wirklich schnell. Anschließend habe ich alles ausgepackt, aber optisch ist erstmal nichts zu erkennen. Bis auf ein paar Aufkleber, die bei der Reparatur aufgebracht wurden, ist kein Unterschied zu vorher an den Zahnbürsten erkennbar. Ich habe zunächst den Akku wieder voll aufgeladen. Dieser hält jetzt wieder 2 Wochen anstatt 2 Tage. Das Putzergebnis ist nach wie vor perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Woran es letztendlich lag, dass der Akku schwach wurde, ob es geplanter Verschleiß war oder ob die Batteriechemie nach 7 Jahren langsam schwach wurde, das werden wir wohl heute nicht ermitteln können. Ich hoffe trotzdem, dazu beigetragen zu haben, der Welt vielleicht etwas weniger Elektroschrott zu hinterlassen. Und ich weiß, ich höre auch schon einige Kritiker widerrufen: Hättest du dir mal eine Handzahnbürste gekauft,
dann hättest du nicht so viel Elektroschrott produziert. Tja, mich überzeugt persönlich das Putzergebnis der elektrischen Zahnbürste und ich gehe mir jetzt erstmal die Zähne putzen und gebe zurück zu Frank in den Warroom. Ja, vielen Dank. Ein toller Film von Raimund. Toll gemacht, super toll. So, also die Frage, Raimund, für mich ist, der Impuls wäre erstmal zu sagen, ich werfe das Ding weg, ich mache nicht diesen Aufwand, gehe in den nächsten Mediamarkt, hole das rein. Aber da bist du ja eigentlich schon weiter als der normale Verbraucher. Ja, mir war das sehr wichtig, dass ich die nicht einfach wegschmeiße, weil die Mechanik funktioniert ja noch einwandfrei. Also da war, die ist völlig funktionstüchtig. Nur der Akku war halt schwach. Nach 7 Jahren kann man dem das auch mal eingestehen, dass er das darf. Und dann habe ich halt zufällig diesen Akkutauschservice im Internet gefunden und wollte das einfach mal ausprobieren. Ich dachte, die ein bisschen über 20 Euro, die kann man mal investieren, selbst wenn es schief geht. Also ist immer noch besser als Neukauf, weil ich glaube, die hat damals über 100 Euro gekostet, die Zahnbürste. Und die kann ruhig noch eine Weile halten. Und bei dem Akkutausch dabei war außerdem, das habe ich völlig vergessen zu erwähnen, ein kompletter Funktionstest dieser Zahnbürste. Also die wurde ja von dem Service dort geöffnet und dann wurde auch die ganze Mechanik überprüft. Und ich weiß nicht, ob die da irgendwas gefettet haben oder so. Da gab es auch irgendwelche Leistungskurven und Ladekurven wurden da noch mitgeliefert in den Lieferpapieren der Batterie. Also das wurde schon aus meiner Laiensicht relativ professionell gehandhabt. Und das ging echt fix. Also wie gesagt, in 4 Tagen hatte ich dieses Paket wieder in den Händen und konnte wieder weiter putzen. Das wollte ich gerade fragen. Also warum hast du die Netzgeräte eigentlich mitgeschickt, diesen ganzen Klimbim? Das stand in der Anleitung auch drin, dass man das tun sollte, denn wie gerade gesagt, wurde die komplette Ladeelektronik und der ganze Ladezyklus und so weiter überprüft und es wurde auch überprüft, ob die Netzteile noch funktionieren oder ob die schon Verschleißerscheinungen aufweisen. Also im Prinzip kauft man für diese 20 Euro ein Rundumpaket. Ich kann das jedem empfehlen. Ist echt super und man spart Geld. Aber es ist natürlich schon so, ich finde es ja erstaunlich, dass du diese Zahnbürste tatsächlich 7 Jahre benutzt hast. Ich meine, die Zahnbürste ist halb so alt wie du, ja? Und sowas 7 Jahre zu benutzen, das ist schon ein langer Zeitraum, oder? Das war, ja, ich hatte die irgendwann mal mir selbst geschenkt und wollte das einfach mal, ich war einfach nur mal neugierig und wollte das mal ausprobieren, ob sich das mit einer elektrischen Zahnbürste besser pusst, weil meine Zahnärztin mir das auch empfohlen hatte, dass man das doch benutzen soll. Und wer das dann das erste Mal macht und sich mit der Zahnbürste die Zähne putzt, der wird denken, so glatt waren meine Zähne noch nie. Das ist wie ein Spiegel, also ist total toll. Also, aber hat so eine Zahnbürste nicht nach 7 Jahren für dich so einen moralischen Verschleiß gehabt, dass du sagst, ich möchte jetzt ein neueres Modell vielleicht haben? Nö, die funktioniert ja noch. Und die Zahnbürsten, die ist, also der Nachfolger dieser Bürste, der jetzt auf dem Markt ist, ich glaube, der ist sogar noch schlechter ausgestattet. Der hat, glaube ich, dieses Display nicht mehr, was ich da hatte. Und das ist eigentlich ganz toll, kann man noch so ein paar andere Funktionen einstellen und immer gut sehen, wie der Akku geladen ist. Ich glaube, die heutigen Zahnbürsten haben irgendwie bloß noch 3 LEDs oder so. Ja, Moment. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Also ich meine, die Innovation ist natürlich an dir vorbeigegangen. Die haben doch Bluetooth wahrscheinlich, ne? Ich habe meine elektrische Zahnbürste mitgebracht, ja. Vielleicht müssen wir, also das ist jetzt ein Modell der neuesten Generation. Dieses Modell... Das ist natürlich der Punkt. Du hättest dich natürlich nagelneu ausstatten können, weil diese Zahnbürste hat Bluetooth. Ja, die hat natürlich und hat natürlich auch noch eine externe Putzkontrolle, eine Andruckkontrolle. So, und jetzt ist der Punkt bei der ganzen Geschichte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können dann gleichzeitig auf Ihrem Handy eine App laden. Und diese Zahnbürste verbindet sich dann mit der App. Und auf der App können Sie dann sehen, also wenn man sie aufmacht, da, während man putzt, kann man Nachrichten empfangen, man hat Bilder, Kaffee kochen lassen. Man hat den Andruck an der ganzen Geschichte. Ja? Also ich wusste, dass es das gibt. Ich hatte auch so eine Zahnbürste wie du, da war auch der Akku und dann hatte ich die gesehen und ich war sozusagen total fasziniert von dieser Bluetooth-Funktion und Nachrichten auf dem Handy irgendwie zu haben, dass ich mir sie kaufen musste. Ich kann es Ihnen jetzt nicht demonstrieren, weil ich benutze diese Funktion nicht. Weil das hat nicht auf Anhieb geklappt und ich habe mir nicht mehr die Zeit genommen, das Ganze zu verbinden. Aber theoretisch bin ich natürlich technisch, Raimund, mit meiner Zahnbürste, materialtechnisch total überlegen. Ja? Dann gibt es noch diese schwarze Box dazu. Also ich nutze diese Zahnbürste nicht vollumfänglich, aber ich bin mit dem Gerät natürlich sehr zufrieden. Also das ist sozusagen die neueste Entwicklung. Also
Spaß beiseite, der Punkt ist, ich habe das gekauft, ich habe das dreimal gemacht. Ich benutze das nicht. Ich benutze das wie die alte Zahnbürste und es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, für 3 Minuten Nachrichten im Badezimmer zu gucken. Denke ich auch. Also für mich ist der Mehrwert der neuesten Generation irgendwie nicht kein Grund dafür, dass ich mir jetzt irgendwie die Zahnbürste, die ich jetzt gerade habe, wegschmeißen müsste und mir eine neue kaufen müsste. Ja, du hast natürlich nicht die schicke Rundbürste, die ich habe. Doch, die habe ich auch. Ach so. Ich habe jetzt die neueste Generation der Bürsten, ja. Das ist diese längliche. Kann man da aufsetzen, ja? Ja, die passen darauf. Oder hat Oral-B was falsch gemacht, wenn die neueste Generation der Bürsten drauf passt? Liebe Leute von Oral-B, ihr müsst das so machen, dass das nur auf die neuen Geräte passt, wie ich sie habe. Nicht so auf alten Modellen, die damit ausstatten zu können. Das macht ja gar keinen Spaß, oder? Okay, also die Rundbürste hast du jetzt auch. Ah, so, jetzt aber jetzt der entsprechende Punkt, wo ich dich kriege. Du putzt falsch mit der elektrischen Zahnbürste. Warum? Weil du hast natürlich das, was viele machen, die eine elektrische Zahnbürste haben, die setzen das auf und machen auch den. Das habe ich vielleicht fürs Video gemacht. Das hast du im Fitness. Katja, wie putzt er? Ach komm. Ja? Das musst du jetzt sagen, damit der Hausfrieden ist. Ja? So, die meisten machen das nämlich falsch. Die bewegen das auch so. Man muss die einfach nur so ranhalten. Genau, das ist bei diesen Zahnbürsten der Fall. Aber es gibt auch so Ultraschall-Zahnbürsten, die hat nämlich Katharina. Und bei diesen Ultraschall-Zahnbürsten, die haben halt noch mehr Bewegung pro Sekunde. Und da muss man die Putzbewegung wie bei der herkömmlichen Handzahnbürste durchführen. Aber bei dieser Zahnbürste, die du hast, da ist das so richtig, wie du es gezeigt hast. Da macht man quasi Zahn für Zahn ganz langsam. Das ist eine der schwierigsten Übungen bei elektrischen Zahnbürsten, die stillzuhalten, weil man immer nach wie vor die Putzbewegung macht. Ich erwische mich immer noch dabei. Aber wieso habt ihr 2 elektrische Zahnbürsten? Das ist ja Materialverschwendung. Ihr könnt ja den Kopf wechseln. Die waren schon da, bevor wir uns kennengelernt haben. Liebe Zuschauer, sollten Sie eine elektrische Zahnbürste kaufen wollen? Für 5 Euro können Sie die Zahnbürste von Katja bekommen. Die graue Energie ist da schon raus. Melden Sie sich bei Facebook. Für 5 Euro sind Sie dabei. Und schon morgen können Sie Besitzer, Sie haben ja gesehen im Film, wie die Post da weggefahren wird, dieser fantastischen Zahnbürste sein. Und wir können den Materialaufwand bei euch zu Hause weitersenken. Du machst das falsch, Frank. Wir müssen noch Geld generieren. Du musst sagen, der Höchstbietende, der bekommt die Zahnbürste. Ja, wir sind ja nicht kommerzielles Programm. Ja? Auf unserer Facebook-Seite können Sie bei den Link zum Akkutauschen sehen. Akkutauschen.de ist eigentlich ganz einfach zu finden und ich finde, es ist eigentlich eine super Idee, Sachen nicht einfach wegzuschmeißen, sondern länger zu nutzen. Danke, Raimund, vielen Dank. So, sehr gerne. Nun aber. Was hat der Austausch gekostet? 256,60 €. Hatte ich kurz erwähnt, ich glaube, das waren um die 20 Euro, 23 Euro oder irgendwie so. Und man hat eigentlich ein gutes Paket dabei. Ich will jetzt keine Werbung machen für den Laden da, aber ich fühlte mich sehr gut aufgehoben, weil halt auch, wie gesagt, Ladekurven und Akku wurden gecheckt und Ladegeräte wurden gecheckt und die Elektronik, und es wurde alles aufgeschraubt und gereinigt. Ja. Also ja. Top, kann ich weiterempfehlen. Ja, also wenn Sie jetzt in den Laden gehen und ein modernes Gerät der neuesten Generation mit dem vollen Leistungsumfang haben möchten, mit allem, was geht, dann kostet so ein Teil 130 Euro. Und das ist natürlich eine Hausnummer, ein nagelneues Gerät im Prinzip für 25 Euro zu haben. Genau, das wollte ich auch vermeiden. Ich hatte halt auch. Ach, geizig bist du auch noch? Ja, absolut. Ich dachte, es geht um die graue Energie. Ich bin nachhaltig und geizig und das passt ja beides gut zusammen. Ne? Ökonomisch und ökologisch habe ich mir gedacht, ich werde das einfach mal ausprobieren und die 20 Euro investieren und wenn es schief geht, dann sind halt 20 Euro weg. Aber wenn es gut geht, dann habe ich, weiß ich nicht, 110 Euro gespart. Genau, und du hast noch den ganzen Vorteil, du hast keinen Müll, den du irgendwie wegbringen oder gesondert noch entsorgen musst. Ne? Genau. Nun zum Thema Kleinwasserkraft. Meine Damen und Herren, vor 100 Jahren hatten wir in Deutschland rund 6.000 Kleinwasserkraftanlagen in Betrieb. Diese Kleinwasserkraftanlagen waren nicht nur wichtig für Mühlen, für Ernährung, für Mehl und so weiter, sondern sind tatsächlich genutzt worden, um Energie regenerativ herzustellen. Kleinwasserkraft war in Deutschland ein wichtiger Faktor. Von diesen 6.000 Anlagen sind heute nur noch rund 1.700 übrig geblieben. Und der Hintergrund ist der, dass diese Anlagen nach 80 oder 100 Jahren irgendwann mal saniert werden müssen und dann die Behörden praktisch es verbieten, diese Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen, weil die Genehmigung dann in der Zeit eben erloschen ist. Dabei ist Kleinwasserkraft eine Technologie, die wir an vielen Stellen einsetzen können, eine Technologie, mit der wir uns regional sehr gut versorgen können und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. In meinem Film Leben mit der Energiewende 3 habe ich auch eine kleine Passage zur Kleinwasserkraft drin und die wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Es ist wirklich eine Zeitenwende, auch für uns. Früher bei Dreharbeiten haben wir ständig nach Steckdosen gesucht, um produzieren zu können.
Für diesen Film ist das vollkommen anders. Netzanschluss ist egal. Wir haben alle Energie, die wir benötigen, stets dabei. Ich bin ja ein totaler Fan von dem Care Island. Ich sage immer Kiste dazu, weil wir uns jederzeit während des Drehs regenerativ mit Energie versorgen können, an jedem Ort, zu jeder Stelle. Die Kamera, die mich gerade filmt, läuft mit regenerativer Energie aus diesem Modul und aus der Kiste. Aber es gibt ja nicht nur Photovoltaik oder Wind oder Biomasse. Es gibt noch eine regenerative Energie, über die wird viel zu wenig geredet. Und die möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Felix, schau dich mal um, dreh dich einfach mal um, da siehst du es. Das ist Wasserkraft. Vor allem meine ich Kleinwasserkraft. Große Talsperren können wir in Deutschland gar nicht mehr bauen. Aber Potenzial für die Nutzung kleiner Wassergefälle haben wir massenhaft. So wie hier in Kirchberg an der Jagst. Heute nutzen wir die Energie aus dem Wasser viel weniger als noch vor 100 Jahren. Obwohl unsere heutigen Technologien viel besser und leistungsfähiger geworden sind. Mit der Zentralisierung der Energieproduktion geriet die regionale Kleinwasserkraft aus dem Fokus. Jetzt aber wird es Zeit für eine Renaissance. So, grüß Sie, Ferenczky, hallo. Hallo Mann, hallo. Danke, dass ich kommen darf. Gerne. Das ist natürlich eine sensationelle Anlage. Ich habe für Dreisat schon ganz oft über Kleinwasserkraft berichtet. Aha. Aber das ist natürlich spitzenmäßig hier. Ne? Das geht da rein und hier kommt nur, wenn zu viel ist. Ne? Richtig, also hier geht nur Wasser drüber, wenn wir Hochwassersituationen haben. Normalerweise ist hier nicht sozusagen. Ne? Nee, nein, normalerweise okay. Ist hier und nicht. Und da drüben ist auch immer ein Wasserfluss, ne? Das ist richtig, das ist der Urfluss. Also quasi das war da drüben mal früher der Hauptarm und hier ist das Wasser ausgeleitet und läuft dann hier rein. Und durch die Wasserkraftschnecke nach unten und durch den Lageunterschied, durch diesen Höhenunterschied, gewinnen wir dann die elektrische Energie. Aktuelle Leistung während der Dreharbeiten 113 kW. Das ist enorm. Außerdem gefällt mir der Begriff Wasserkraftschnecke. Selbst wenn es Schwankungen in der Produktionsmenge gibt, Wasserkraft ist wie die Biomasse ebenfalls grundlastfähig. Weit verbreitet ist das Vorurteil, solche Anlagen würden die Fische zerhäckseln. Es ist, wie der Name schon sagt, meist ein Vorurteil. Oh, oh, oh. Das ist natürlich beeindruckend, oder? Das ist ordentlich, ja. Und wenn Sie dann hier sehen, was der Clou an dieser Anlage ist, sie ist sehr langsam laufend, deswegen ist sie sehr fischfreundlich. Und sie hat große Abstände, da können große Fische mit runterfahren und denen passiert nichts. Und wir haben eben ein großes Drehmoment. Ja. So eine Schnecke hat 100.000 Newtonmeter Drehmoment. Wenn man das mit dem Auto vergleicht, das ist schon ordentlich. Ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das vom Wasser angetrieben wird, weil es ja so ein schweres Teil ist. Das ist richtig. Also die Schnecke hat ungefähr 8 Tonnen, die hier drin ist. Und die wird im Wasser bewegt. Und wie viel Kilowattstunden machen Sie damit? Etwa 133 Kilowattstunden Maximalleistung. Boah. Wir haben einen Höhenunterschied von in etwa 3,30 Meter. Und 6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen hier durch. Das heißt etwa 6 Tonnen Wasser pro Sekunde. 6 Tonnen pro Sekunde? Und was kommt da an Kilowattstunden im Jahr so raus bei so einer Anlage? Ja, in etwa 2,5 Jahre haben wir eine Einspeiseleistung von 1,6 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt hier an dem Standort. 1,6 Millionen Kilowattstunden. Das ist Felix, 1,6 Millionen Kilowattstunden in 2 Jahren? In 2 Jahren, in 2,5 Jahren. Also seit 28.11.2012 haben wir 1,6 Millionen Kilowattstunden eingespeist. Frei von CO2? Frei von CO2. Keine weiteren Rohstoffe nötig? Kein Müll, kein Endlager, einfach nur Wasser? Richtig. Und am Ende der Laufzeit, nach 60, 70, 80 Jahren, kann man sie wieder herrichten oder dem Schrotthändler mitgeben. 80 Jahre läuft das Ding? Ja. Cool. Und das ist die berühmte Fischtreppe? Richtig. Wenn man jetzt darüber guckt, das ist die Fischtreppe. Okay. Beckenfischpass. Und hier ist es so, durch das ausströmende Wasser wissen die Fische, aha, hier ist was geboten und die schwimmen immer gegen den Strom und orientieren sich oft am Rand vom Fluss entlang und steigen dann im Endeffekt hier unten in die Fischtreppe ein und wandern an der Anlage vorbei hier rauf. Jo. Machen die das wirklich? Gehen die wirklich hoch? Ja, das ist definitiv so. Also das wäre mir als Fisch, glaube ich, zu mühsam. Also ich wäre jetzt nicht so ein Fisch, ich würde da runterschwimmen. Also ich nicht. Hunderte Haushalte lassen sich mit dieser Anlage versorgen, regional schadstofffrei. An ganz vielen Orten könnten wir so etwas machen.
das Potenzial der Kleinwasserkraft heben. Doch die Hersteller verzweifeln an den Behörden. Klaus Schülein erzählt mir, dass er nahe dran ist, diese Sparte seines Betriebes aufzugeben. Das Interesse, die Kundschaft sei da. Es ist aber so, als ob es einen geordneten Widerstand der Ämter gegen die Kleinwasserkraft gibt. Viele Anlagen könnten und müssten außerdem modernisiert werden. Nur verzichten die Betreiber oft darauf, weil die Behörden nach einer kurzen Betriebspause das Wiederanfahren schlicht und ergreifend nicht mehr gestatten. Die Betriebsgenehmigung sei erloschen, heißt es dann. Eine neue Genehmigung wird versagt. Systematisch zerstört und behindert deutsche Verwaltung die Kleinwasserkraft, obwohl es eine geniale Technologie ist. Also das Potenzial ist riesig, keine Frage. Also wenn ich nur zurückblicke in der Zeit, wo wir jetzt die Anlagen bauen, also wir haben jetzt im Schnitt pro Jahr ungefähr es geschafft, 10 Anlagen zu bauen. Und wir hätten locker aufgrund der Nachfrage und unserer Kapazität das Fünffache bauen können. Ja? Nur durch die bürokratischen Hindernisse, durch die Widerstände, die da sind, ist es nicht möglich. Weil wenn Sie 8 bis 10 Jahre auf eine Genehmigung warten müssen und viele, dann ist es ist natürlich sehr lange Zeit und viele geben auch zwischendrin auf. Weil sie sagen, okay, ich weiß ja sowieso nie, ob ich das überhaupt schaffe. Genau das ist der Grund, warum wir Bürger an allen Ecken und Enden die Energiewende selber machen müssen, wo es nur geht. Und durch unsere Fischtreppe im Studio hochgeschwommen ist Christian Habermann. Herzlich willkommen, Herr Habermann. Hallo. So, Sie haben ihn gerade gesehen. Also der Film läuft ja natürlich sehr erfolgreich im Kino und die Kinozuschauer, und ich habe auch gerade die Reaktion hier im Studio gemerkt, die Leute sind ja ganz fassungslos, wenn man sagt und hört, dass tatsächlich die Kleinwasserkraft so stark behindert wird. Ist das so, wie Ihr Chef sagt? Das ist definitiv so. Also wir haben große Probleme, solche Anlagen genehmigt zu bekommen. Das sind mitunter Genehmigungszeiten von 8, 9 Jahren keine Seltenheit. Und der Wahnsinn ist an der Geschichte, dass wir einfach hier eine Technik haben, wo richtig gut ist. Ich bin davon überzeugt. Ich bin seit 8 Jahren bei der Firma Rehard. Ich bin seit der ersten Schraube mit dabei. Und wir wollen alles tun, damit den Fischen nichts passiert und dass wir die Genehmigungen durchbringen können und sind da auch offen. Aber die Kommunikation ist schwierig und die Genehmigungsverfahren sind äußerst schwierig. Uns bleibt oft nur die Flucht ins Ausland, wo das ein bisschen einfacher ist, in Anführungszeichen. Sie haben im Vorgespräch so schön gesagt, es ist ja nicht so, dass die Genehmigung nicht abgelehnt wird, sondern es werden immer neue Auflagen und Fragen und Anforderungen gestellt, sodass im Prinzip gar keine Genehmigung kommt. Aber es wird nie gesagt, dürft ihr nicht. Das ist richtig. Also im Endeffekt kommt heute die Anforderung, morgen dieses Gutachten, morgen diese Beobachtung, morgen dieses Gras, was da wächst, was ausgesämmert werden muss und was dann 2 Jahre später wieder angepflanzt werden muss, um das hinzukriegen. Wenn ein Eisvogel dort brütet, das ist alles wichtig, auf solche Tiere und Geschöpfe zu achten. Aber das sind oft vorgeschobene Dinge, wo wir damit Probleme haben. Zu den politischen Problemen der Kleinwasserkraft kommen wir noch. Wir haben auch gleich noch Herrn Schülein, den Chef, zugeschaltet, der gerade unterwegs ist. Wo er ist, verrate ich noch nicht, das kommt später. Wir wollen uns technisch mal kurz mit der Kleinwasserkraft beschäftigen. Sie reisen ja nie ohne Ihre Kleinwasserkraftschnecke, weiß ich inzwischen. Die muss immer dabei sein. Vielleicht können Sie mal kurz was sagen, denn so stellt man sich ja Kleinwasserkraft erstmal nicht vor mit so einer Schnecke. Das ist richtig. Kleinwasserkraft und die Schnecke. Ich fand das ein ganz interessantes Prinzip, wie ich das erste Mal gesehen habe. Und im Endeffekt ist es so, die Schnecke liegt quasi im Lageunterschied. Ich lege das jetzt mal hier auf dem Fuß auf. Hier oben ist das Oberwasser quasi, wo der Fluss anfließt, fließt hier in die Schnecke ein, füllt die Schnecke halb und wandert hier nach unten. Und mit jeder Kammer wird die Schnecke ein Stück nach vorne geschoben. Und diese Kraft führt dazu, dass über ein Getriebe und ein Generator im Endeffekt hinten elektrischer Strom über die Schaltanlage ins Netz eingespeist wird. Einfach und simpel von der Technik. Und langsam drehend und große Räume. Somit können Kleinstlebewesen und Tiere dort mit runterwandern. Genau, diese Schnecke ist jetzt nicht alleine so im Wasser, sondern hat außenrum einen Mantel. Den nennt man Trog.
Und seitlich sind noch so Bleche dran, die nach oben gehen. Die sind dafür da, da das Wasser träge ist und sich um die Achse verdreht, um die Schnecke dann quasi so effizient wie möglich betreiben zu können. So eine Schnecke hat rein mechanisch, das heißt hinten, einen Wirkungsgrad von 90%. Das heißt, die Wasserenergie, wo reinfließt, wird zu 90% mechanisch gewandelt an der Welle. Natürlich geht vom Getriebe und vom Generator noch was weg. Sie können das so gut erklären, man könnte fast denken, Sie beschäftigen sich beruflich mit dem Thema. Wollen wir nicht das Übelste denken, ja? Katha hat schon die ganze Zeit so begeistert geguckt, ja? Katha ist nämlich begeisterte Bäckerin, ja? Katha, mit dem Ding könntest du so viel Teig quirlen, ja? Da kannst du Muffins für 10.000 Jahre backen. So, ich habe von Herrn Habermann einen USB-Stick bekommen mit ganz tollen technischen Daten und Zeichnungen drauf, was ich Ihnen gleich zeigen darf. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen in China, jetzt könnt ihr mal richtige Konstruktionszeichnungen kopieren. So, ich gehe jetzt mal auf den USB-Stick, den Sie mir gegeben haben. Ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Zeichnung. Nee, der Ordner gesammelte Fehler vom Chef ist es nicht, ne? Ah, nee, ich hab's hier, okay. So, alles klar. Oh, schauen Sie mal, das ist doch richtig cool. Vielleicht können Sie uns da noch drei Worte zu sagen. Wie Sie hier sehen, ist das die, beziehungsweise sehen Sie nicht, ich erkläre es Ihnen. Das ist die Anlage, die wir gerade in live gesehen haben. Bei uns entstehen die in Ehingen von der ersten Schraube, vom ersten Strich zusammen mit unseren Vertriebsleuten, die technisch da sehr versiert sind, um diese Anlagen in Betrieb zu setzen, den Kunden zu beraten. Und wir gehen individuell auf jeden Standort ein, um keine Energie zu verschenken und konstruieren diese Anlage quasi in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Bei uns in Ehingen, Engineering sitzt da und dann geht das Ganze weiter über die Fertigung, die auch in Ehingen stattfindet, um die Anlage eben so zu bauen. Bis dahin, dass wir dann zusammen die Elektroprojektierung in Betriebnahme machen und die Kiste dann so einstellen, dass der Kunde zufrieden ist und eine optimale Kleinwasserkraftanlage hat und sich oft auch mitunter selbst versorgt damit. Wie man jetzt bei der Zeichnung sehen kann, beim zweiten Bild auf der Zeichnung sitzt hinten der Generator und der nimmt sozusagen dann die Energie ab, die von der Schnecke produziert wird. Richtig. Das ist quasi so. Der hat eine Wicklung drin und wird vom Netz quasi gehalten und ist faktisch wie eine Bremse. Das heißt, die Wasserkraft arbeitet gegen dieses magnetische Feld an und durch diese Bremswirkung wird quasi Strom ins Netz zurückgeschoben und somit wird quasi Strom eingespeist. Es gibt ja die heißesten Konstruktionen. Ich kenne auch andere Turbinen. Was ist der Vorteil der Wasserkraftschnecke gegenüber anderen Turbinen, die es gibt? Die Wasserkraftschnecke ist von ihrer Bauform so, dass sie sehr fischfreundlich ist, dass sie ein Stahlbauteil ist, dass sie einfach ist und dass sie auch mit einfachen Mitteln zu reparieren ist. Jeder Laie versteht, wie er diesen Korpus zu reparieren hat. Und Bauteile, die hinten dran sind, sind standardisierte Bauteile. Letztendlich ist ein Industriegetriebe drauf, ist ein Generator von der Stange drauf. Und dann haben wir noch ein bisschen Know-how mit Steuerungstechnik, um die ganze Geschichte netzkonform ins Netz zu bringen. Da haben wir ja auch Vorgaben von unseren EVUs, die wir einhalten müssen. Das ist auch ein Thema, wo sehr breit gefächert ist und wo man mitunter auch ein bisschen kämpfen muss manchmal. Aber das ist genau das Spektrum, um so eine Anlage verstehen zu können. Und das ist auch der Charme, wenn man im Gespräch ist, dass man mit Leuten letztendlich ja einfach darüber ins Gespräch kommt und Müller können solche Anlagen bedienen. Mhm. Langsam drehend und ja, fischfreundlich, leise, angepasst. Das eine ist der Neubau von Anlagen, das andere, ich hatte es ja gesagt, es sind viele Anlagen in Betrieb und man kann die auch wieder in Ordnung bringen. Das ist ja eine interessante Geschichte, das haben wir im Film auch gehabt. Sowas läuft ja 80 Jahre, läuft die durch. Das ist richtig. Also der Stahlbau an sich ist für 80 Jahre gemacht. Natürlich muss man dazu sagen, dass man zwischendurch mal Reparaturen an Lagern und solchen Dingen vornehmen muss, dass mal ein Getriebe überholt werden muss oder ein Generator gewickelt werden muss. Das wäre vermessen zu sagen, das hält 80 Jahre. Aber der Grundkorpus, der Stahlbau, der ist eigentlich unkaputtbar und ist seit Jahrzehnten bewährt als Hebewerke im Klärwerk bzw. zur Polderentwässerung hinter Deichen. Das ist ein altes Prinzip und da haben wir die Erfahrung gesammelt im Verschleißschutz, wie man solche Maschinen auch wieder herrichtet, wenn sie im Klärwerk im Einsatz sind. Und da im Fluss, wenn nicht viel Geschiebe kommt, die Belastungen nicht so hoch sind von abrasiven Mitteln, die da rankommen, also von Steinen und Sand und Geröll, ist damit zu rechnen, dass dieser Körper bis zu 80 Jahre hält. Und wenn nicht, kann man mit einer einfachen Maßnahme, mit einem Schweißgerät und mit ein paar Streifen Flachstahl die Maschine wieder in Gang bringen.
Genau, wir haben hier ein tolles Bild, haben Sie uns mitgebracht. Viele Anlagen werden wieder hergerichtet. Das ist ja so ein Teil. Das ist richtig. Das ist jetzt keine Wasserschnecke, das ist eine Schnecke aus dem Ziegeleibereich. Da hat man mit höheren abrasiven Abnutzungen zu tun, weil letztendlich Ton oder Erde durchgeschoben wird und dann hält so eine Schnecke eben nur sehr kurz und dann kommt sie zu uns zum Wiederherrichten und wir haben spezielle Verfahren dafür, damit so eine Schnecke einfach auch länger hält. Sprich, Normalstall hält einen Monat und Vergleichswert mit unserer Geschichte sind 8 Monate, wenn wir die behandeln und aufbereiten. Und das geht auch für die Wasserkraftschnecke, das geht auch für die Hebeschnecke. Diese Wasserkraftschnecke kann man im Prinzip wiederherrichten oder man kann sie einschmelzen. Sie haben eine Recyclingquote von 100%. So ist es. Also ich würde mal sagen, wenn ich sage, das ist zu 90% Stahl und Edelmetalle, die in dieser Technik verbaut sind, dann habe ich nicht übertrieben. Ein bisschen Kunststoff, ein bisschen Isolierung ist noch dabei an den Kabeln und Leitungen, aber das war es dann auch schon. Von dem her überschaubar, nahe und berechenbar. Ich kann es recyceln, es geht keine massive Gefahr davon aus. Nichts, was ich nicht sehen und nicht handeln könnte. Wir haben hier noch ein Bild mitgebracht, das ist ganz interessant. Man kann das für Energieerzeugung machen, aber man kann es auch, wie man auf dem Bild hier sehen, steckt sogar teilweise Hochwasserschutz mit drin. Das ist richtig. Wenn man das Prinzip umdreht, hat man im Endeffekt hier links in Oberndorf, das ist eine Ortschaft bei Salzburg, zwei Hebeschnecken, die in der Sekunde 4400 Liter nach oben heben. Da kommt Schmelzwasser vom Gebirge runter und hat diese Ortschaft regelmäßig überflutet. Und nun haben wir ein Hochwasserpumpwerk dort bauen dürfen mit einer Schneckentechnik, was den Vorteil hat, es verklemmt sich nicht durch die großen Kammern, kann auch Geröll und Schutt mit nach oben. Und wir schaffen es relativ gut, dieses Wasser wegzubringen und haben jetzt schon zwei Hochwasser abwenden können. Eins, das war mehr wie die Förderleistung, die ausgelegt war. Da hat es nur minimale Beschädigungen gegeben, aber früher war die ganze Ortschaft einfach unter Wasser. Bitte, Katja hat eine Frage. Das wird über einen Damm gepumpt und kommt wieder in den Flusslauf, der ursprünglich hinter einem Damm liegt, an diesem Ort jetzt ganz speziell. Ich habe eine Frage, bevor wir zu den Schwierigkeiten kommen, zum Potenzial der Wasserkraft. Was können wir denn schaffen? Wie viel gibt es? Wir wissen, große Wasserkraftwerke können wir nicht mehr groß bauen, aber für Kleinwasserkraft gibt es gigantische Möglichkeiten. Das ist richtig. Wenn ich das jetzt angucke und schaue mir Bayern und Baden-Württemberg an mit den Möglichkeiten, die früher schon mal genutzt waren, wenn wir jetzt von 1700 Kraftwerken reden und haben jetzt 8000, die nicht mehr genutzt werden, 1700, die noch genutzt werden, dann ist hier ein riesiges Potenzial drin. Und ich denke, dass man mit der Wasserkraft an sich schon 40% des Energiebedarfs von Privathaushalten, 40-50% von Energiebedarf des Privathaushalts in den beiden Bundesländern decken könnte, wenn man nur die Möglichkeit bekommen könnte, diese Anlagen eben zu bauen. Und das Interessante ist ja, es geht ja nicht nur um den Neubau. Sie können alte Anlagen durch modernere Anlagen ersetzen und haben mit der heutigen Technik im Grunde genommen die Möglichkeit, praktisch doppelt so hohe Ausbeute zu erzielen. Das ist richtig. Also wir sind mit unserer Wasserkraftschnecke in der Spitze vielleicht nicht 100% an dem höchsten Wirkungsgrad dran wie bei den momentan modernsten Turbinen. Aber im Teilleistungsbereich, der Teilleistungsbereich bedeutet, im Sommer ist ein bisschen weniger Wasser da, haben wir einen höheren Wirkungsgrad mit diesen Maschinen und übers Jahr gesehen ist es so, dass wir an einem Standort im Schwarzwald, wo wir zwei Schnecken mit 3,40 Meter Durchmesser haben, 12 Meter beschaufelte Länge, Ausbauleistung 250 kW Spitze, an dieser Stelle der Energieversorger sagt, der hat oben ein ähnliches Kraftwerk mit einer modernen Turbine und er speist über die Schnecke mehr Leistung ein wie über eine Turbinenanlage an der Stelle mit den Vorteilen der ökologischen Durchgängigkeit an der Wasserkraftschnecke. Eine Frage, die immer sofort kommt, die ich auch stellen muss. Wir haben ja so eine Anlage im Film gerade gesehen. Was steckt denn da für ein Investment dahinter? Das ist ganz einfach. Ich will mal eine Milchmädchenrechnung machen. Wenn ich jetzt an ein Projekt denke, das ich vor 6 Jahren gebaut habe, dann war der Anschaffungspreis für so eine Schnecke bei 140.000 Euro. Das Bauwerk war ungefähr bei nochmals so viel. Also 280.000 Euro, aber wir erzeugen an dieser Anlage Touchur Tag ein, Tag aus, 360 Tage im Jahr, 45 kW. Und wenn man das dann hochrechnet über den Jahresbedarf und rechnet das Ganze um, dass man mal 10 Tage Wartung drin hätte, was man nicht hat, weil diese Schnecke ist sehr wartungsarm. Das heißt, ich muss alle 1,5 Jahre mal einen Ölwechsel machen und muss das untere Lager alle 4 Wochen mal den Fettbehälter auffüllen.
Ansonsten fällt da nicht viel an. Bedeutet, dass diese Schnecke an diesem Standort mitunter in 7 Jahren, wenn man das Geld hätte und nicht finanzieren muss, bezahlt wäre. Natürlich kommt es immer auf den Standort drauf an. Und das ist eine Sache, wie gesagt, das war eine Milchmädchenrechnung, eine Betrachtung einer Anlage. 7 Jahre und dann läuft das Ding 80? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, sollten Sie einen Platz haben, wo ich eine solche Anlage bauen kann, mit Genehmigung, bitte sagen Sie mir Bescheid, das baue ich sofort. Und das Interessante ist, es gibt das auch in unterschiedlichsten Größen. Ich habe hier ein Bild, es gibt auch ganz, 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 ganz kleine Anlagen, das können wir jetzt im Bild hier sehen. Links können Sie es gerade sehen, das ist sowas richtiges, kleines, wofür ist das geeignet? Das ist jetzt an einer Mühle verbaut, dort haben wir alle Komponenten, die wir für die Anlage brauchen, vormontiert bei uns im Werk, haben einen Funktionstest durchgeführt, das heißt, wir heben die mit dem Autokran ein, neben einer Mühle für eine Selbstversorgung. 4 kW Erzeugung, 2 Haushalte, der Mühlenbesitzer erzeugt seinen Strom quasi selbst, den er braucht, von dem her kann er nochmal anders rechnen von der Einspeisevergütung, weil Sie wissen ja, was Strom kostet und das ist dann schon eine interessante Sache. Und diese Lösung, ja, hat den Charme, wir fahren hin, heben rein, machen 4 Schrauben unten rein, dann kommt der Elektriker, schließt das Kabel an und los geht's, wenn das Bauwerk fertig ist, ganz klar. Das war hier in Eigenregie. Mhm. Ich habe das auch mal gefragt, das Ding kostet ja nicht mehr als ein gut ausgestatteter Audi A6. So in dem Fenster, ja, das muss man immer sehen. Also das liegt auch immer am, aber ist so das Fenster, richtig, Multivan, Audi A6 in der Richtung, ja. Wie lange muss der Atommüll gelagert werden von den Wasserkraftschnecken? 2 Millionen Jahre? Ja. Es gibt nichts, das ist ja das Tolle. Es gibt kein CO2, es gibt keinen Dreck, kein gar nichts. Aber wir haben es ja schon im Film gesehen, Klaus Schüler hat es ja schon gesagt, es gibt unglaubliche Probleme, das in Deutschland durchzusetzen. Und ich habe Klaus Schülein jetzt per Skype dazugeschaltet. Guten Abend, Herr Schülein. Hallo. Viele Grüße aus Berlin. Guten Abend. Hallo, guten Abend nach Deutschland. So, das ist Ihr Applaus. So, jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben ja über die Schwierigkeiten berichtet. Herr Schülein ist aus der Bundesrepublik Deutschland geflüchtet. Herr Schülein, wo sitzen Sie gerade? Ich sitze gerade in den Vereinigten Staaten, in South Carolina, in Salisbury. Okay, was machen Sie in Amerika? Kommen Sie da mit der Wasserkraft schneller voran als in Deutschland? Ja, also es sieht so aus, es hat sich hier einiges getan und wir sind seit Sonntag hier und verhandeln gerade das größte Projekt, was wir in unserer Geschichte bauen werden, nämlich eine 1-Megawatt-Anlage. Und wenn wir hier mit dem Interview fertig sind, in etwa einer Stunde müssen wir zum Flughafen und dann sollte der Vertrag unterschrieben sein. Sie sind ja sehr optimistisch, wenn Sie sagen, wir sind in einer Stunde mit dem Interview fertig. Sie kennen mich noch nicht richtig, ja? Ja, also das wäre schon wichtig, weil wir wollen natürlich den Auftrag gerne mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, wir sind also wirklich jetzt in den letzten Zügen. Und ich bin jetzt aus der Verhandlung quasi rausgegangen, um jetzt hier Ihnen zur Verfügung zu stehen. Also ich könnte Ihnen das Geschäft ja in Amerika jetzt so richtig versauen, ja, wenn ich jetzt über Skype für die NSA irgendwas von Terrorismus und Angriff erzähle und so weiter, ja, dann würde das hinten bei Ihnen klopfen und ein Sondereinsatzkommando würde das rausholen. Will ich jetzt aber nicht machen, weil ich Ihnen den Vertrag gönne. Warum machen die Amerikaner das und wir Deutschen nicht? Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, neulich war ja der G7-Gipfel in Deutschland und Obama hat ja gesagt, dass er also mehr in Richtung erneuerbare Energien jetzt auch tun will, hat sich also dafür geöffnet. Und wir sind schon seit 4 Jahren hier in Verhandlungen und jetzt scheint wirklich so weit zu sein, dass wir den Durchbruch schaffen. Und in den USA haben wir jetzt bei diesem Projekt zum Beispiel ein Problem nicht, was wir eben in Deutschland haben, was unser größtes Problem ist. Und das sind die Gegner, die uns aus dem Fischereibereich der Wasserkraft entgegenstehen. Hier sind es Bewässerungskanäle, denen wir die Wasserkraftanlage einbauen. Und deswegen haben wir grundsätzlich schon mal die Fischproblematik hier nicht. Hm. Aber was ist denn für Sie bei uns in Deutschland der Stolperstein? Warum können diese Anlagen nicht gebaut werden? Sie haben es ja gerade im Film gesagt. Mit welchen Argumenten wird das in Deutschland abgelehnt oder verzögert? Das ist relativ einfach. Ich meine, es gibt diese bekannte EU-Richtlinie, dass die Durchgängigkeit der Flüsse hergestellt werden soll.
oder muss. Darauf berufen sich die Behörden in Deutschland. Nur was das Verrückte an der Sache ist, wir tun das ja mit unseren Anlagen. Ja? Also das heißt, wir haben ja durch die Anlagen, können die Fische ja absteigen und dadurch schaffen wir die Durchgängigkeit in die eine Richtung. Wir haben seit letztem Jahr auch eine Anlage entwickelt, eine Fischhebeanlage, und damit können die Fische ohne Probleme wieder flussaufwärts aufsteigen. Also damit haben wir quasi die Richtlinie voll erfüllt. Und trotzdem gibt es jede Menge Gegnerschaft in diesem Bereich. Wir müssen noch mal kurz zu der EU-Richtlinie sagen. Die EU-Richtlinie sieht bis 2020 vor, dass die Flüsse, wo es entsprechende Stufen gibt, so umgebaut werden müssen, dass diese für die Fische wirklich durchgängig sind. Aber was ist das Hinderungsgrund dann für Kleinwasserkraft? Denn Kleinwasserkraft macht es ja erst durchgängig. Ja, also es ist ja so, dass die Fische uns natürlich vorwerfen, dass wir die Fische, dass die Fische sich verletzen und so weiter. Und ich habe erst jetzt vor anderthalb Wochen war ein Bericht, der mir zugespielt worden ist, in der Zeitung aus Fritzlar. Dort will jemand auch so eine Anlage bauen. Und da wird zum Beispiel argumentiert, da steht in ganz großen Lettern in der Zeitung, Wasserkraft, Tötungsanlage von Fischen und so weiter. Also da wird unwahrscheinlich Stimmung gegen die Wasserkraft gemacht, was völlig unbegründet ist. Also es hat mir noch keiner eine Anlage gezeigt, wo das der Fall ist. Also wo eine Wasserkraftanlage mit unserer Technik gebaut worden ist. Ja? Und da wird gesagt, also da wird der Bürgermeister zum Beispiel, weil die Kommune das baut, der Bürgermeister angegriffen, dass er quasi einen halben Kilometer flussabwärts wäre anscheinend ein Flussbad und dort würden dann lauter tote Fische ankommen und so weiter. Ich kann nur sagen, in meinem Heimatort in Süddeutschland, Wassertrüdingen, da haben wir unsere erste Anlage vor über 12 Jahren gebaut und die ist genau auch einen Kilometer vor so einem Flussbad und bis heute ist mir nicht ein Fall bekannt, also mir hat noch nie jemand gesagt, dass dort ein toter Fisch vorbeigekommen wäre, ja, der durch die Anlage verletzt worden wäre oder sonst was. Ja. Also das ist alles aus der Luft gegriffen, was hier gesagt wird, das ist auch nicht belegt und ich kann nur eins sagen, wir haben die allerwenigsten Probleme haben wir mit den Fischereivereinen vor Ort. Also speziell in meinem Heimatort gibt es null Probleme. Ich frage extra immer wieder nach, weil ich ja immer wieder solche Horrorszenarien höre und sage, habt ihr Probleme, habt ihr mit der Anlage Probleme und so weiter. Ich höre immer nur einmal frei, wir sind zufrieden, das macht den Fischen überhaupt nichts und so weiter. Also ich kann es nicht nachvollziehen, was wirklich dahinter steckt. Ich habe den Eindruck, man befasst sich auch nicht wirklich, also mit der Technik und mit der Anlage und viele wissen gar nicht, was da mittlerweile möglich ist. Und wir sperren uns ja nicht, also wir sind ja nicht dagegen, dass wir irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen machen wollen. Wir tun ja alles technisch Mögliche, um die Fischverletzung, die Gefahr Fischverletzungen so möglichst gering zu halten, ja. Und es ist ja nicht, dass wir uns dagegen verweigern, sondern wir gehen ja hin, wir gehen ja zu den Fischereiverbänden sagen, bitte sagt uns, was können wir tun, ja. Herr Habermann, den Sie vorhin gehört haben, der war erst letzte Woche in Stuttgart, da ging es zum Beispiel um das Thema Fischrechen und Fischverletzungen und so weiter in einem Arbeitskreis, wo er auch mitarbeitet, um mit den Behörden daran zu arbeiten und sagen, ja, wir wollen ja keine Fische töten, ja, aber wir wollen natürlich auch erneuerbare Energien. Und ich muss halt irgendwo hier einen vernünftigen Kompromiss finden. Ja. Und ich sage immer, das Absteigen von einem Fisch durch eine Wasserkraftanlage ist nicht gefährlicher als Motorradfahren in Deutschland zum Beispiel. Ja. Nun ist es ja so, das, was Sie beschreiben, das kennen wir ja. Wir kennen bestimmte Argumente. Das, was Sie sagen, erinnert mich an die Argumente gegen die Windenergieanlagen. Da wird gesagt, das zerhäckselt die Vögel. So, und es gibt eine entsprechende Schätzung, dass wir haben in Deutschland über 20.000 Windkraftanlagen und es gibt die Schätzung, dass etwa 83.000 Vögel sterben. An den Hochspannungsleitungen sterben aber geschätzt 1,3 Millionen Vögel. So, jetzt kann man sagen, die Windkraftanlagen können es nicht sein. Bei Ihnen sind es die Fische, die vielen Fische, die angeblich sterben. Aber der Hintergrund ist ja eigentlich der, das sind ja wahrscheinlich vorgeschützte Argumente. Warum will man keine Wasserkraft, keine Kleinwasserkraft?
Tja, das ist eine gute Frage. Das müssen Sie eigentlich die Gegner fragen, warum dass man das nicht will. Ja? Also ich sehe nur Vorteile und ich habe ein kleines Problem eben bei der Absteig, dass Fischer verletzt werden können. Man muss aber wissen, dass wir die Verletzungsrate gegenüber Turbinen also um 90% reduziert haben. Ja? Also das heißt, das ist ja ein Quantensprung, der da gelungen ist. Ja? Und ich spreche jetzt nur vom Abstieg, aber ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass wir vor 2 Jahren begonnen haben, weil wir nicht weitergekommen sind, auch eine Fischhebeanlage zu entwickeln. Und diese Anlage läuft jetzt seit vergangenen September, also in Österreich. Und wir haben seitdem keine einzige Verletzung eines Fisches. Und alle Fische, die im Fluss vorkommen, sind über diese Anlage aufgestiegen. Und die sind alle computertomografisch untersucht worden. Und es ist null Verletzung bisher festgestellt worden. Und zu unserer Überraschung sind nicht nur Fische aufgestiegen, sondern auch andere Lebewesen, wie zum Beispiel Krebse, sind mit aufgestiegen, was niemand erwartet hat. Es hat also unsere eigenen Erwartungen eigentlich übertroffen. Ja? Und das ist jetzt eigentlich meine große Hoffnung, dass uns mit dieser Entwicklung, an der auch der Herr Habermann natürlich maßgeblich mitgearbeitet hat, dass wir jetzt damit den Durchbruch schaffen. Ja? Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir sind zwar, Österreich gehört ja auch zu Europa, ja? nur was in Österreich gemacht wird, das wird halt in Deutschland noch lange nicht akzeptiert. Ja? Also wir haben das vorgeschlagen, die Behörden sollen mal mit uns nach Österreich fahren, sollen sich das anschauen und so weiter. Ja, also das heißt, wir machen jetzt dasselbe wieder, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Wir machen jetzt das Gleiche in Deutschland. Also ich baue jetzt mit einem Partner zusammen eine Anlage in Süddeutschland. Und dort ist es so, dass wir jetzt auch diese Fischhebeschnecke dort einbauen. Muss wieder komplettes Fischmonitoring gemacht werden. Habe allerdings hier den Vorteil, dass es uns gelungen ist, dass der Freistaat Bayern auch jetzt Interesse daran hat, hier endlich mal Klarheit zu schaffen. Deswegen bezahlt der Freistaat Bayern uns das Fischmonitoring an dieser Anlage, um mal von neutraler Stelle festzustellen, was ist tatsächlich Sache. Ja, und das ist meine große Hoffnung, dass wenn wir hier ein entsprechend positives Ergebnis haben, dass wir dann endlich was in der Hand haben, was gilt und wo wir sagen können, wenn wir diese Anlage einbauen, haben wir null Fischverletzungen und somit ist die Anlage genehmigbar. Das ist mein Traum, im Moment träume ich noch davon, aber selbst wenn wir das jetzt erreichen, dann haben wir es nur in Bayern. Dann interessiert es niemand in Baden-Württemberg. Ja. Genau, das hat mit Deutschland noch gar nichts zu tun, wenn sie es in Bayern haben. Herr Schülein, das Problem ist da folgendes. Wenn Sie diese Fische jetzt in Ihre Fischhebeanlage stecken und dann in einen Computertomografen, dann sterben die in 20 Jahren alle an Krebs. Dann ist für die Fische nichts gewonnen. Also das ist ja schon ein komisches Verfahren. Nur die Frage ist ganz einfach, wissen Sie, Sie versuchen Sachen auszuräumen. Sie stecken die Fische selbst jetzt in Computertomographen rein und so weiter. Das sind ja immer neue Bedenken. Aber wir haben ja die Erfahrung bei der Energiewende gemacht. Es werden immer mehr Einwände gebracht, noch mehr Einwände gebracht. Und man versucht immer dagegen zu argumentieren. Aber der Punkt ist ja eigentlich, es lässt sich der eine Punkt nicht umgehen. Es ist ja nur maskiert, dass man es nicht will. Und da können Sie so viel machen, wie Sie wollen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist eine Schwierigkeit, weil auch jede Behörde wieder andere Vorstellungen hat. Ja, das ist selbst von Landratsamt zu Landratsamt unterschiedlich. Ja, also das widerspricht sich ja teilweise selber. Also der Fischereiverband Mittelfranken zum Beispiel, der Vorsitzende, ja, der ist ein absoluter Befürworter, aber sein eigener Angestellter, sein Gutachter, der schreibt ein Gutachten absolut gegen diese Anlagen. Der schreibt, dass die Fische zum Beispiel Burnout bekommen und Depressionen, wenn sie die Anlage sehen. Ja? Das haben wir auch versucht zu entkräften. Also das ist kein Witz, was ich da erzähle. Ja? Da können Sie im Gutachten nachlesen. Und das haben wir auch versucht, jetzt in Österreich zu entkräften, indem wir einen ganz besonders schützenwerten Fisch, den Huchen nämlich, der wurde 5 oder 6 Mal durch die Anlage geschickt, um festzustellen, ob er Angst vor der Anlage hat, weil wenn ein Tier Angst hat vor etwas und es geht einmal da durch, dann macht es kein zweites Mal mehr, ja? Dann wird er kein zweites Mal mehr reingehen. Also hat man den Huchen 5-mal durch die Anlage geschickt und siehe da, er kam jedes Mal mit einem Lächeln oben wieder heraus. Also er hat sich wahrscheinlich gefühlt wie in einem Freizeitpark.
Ja, dann verkaufen Sie Ihre Anlagen falsch. Da machen Sie ein Schild drauf, Fischrummel. Ja? Da sieht das ganz anders aus. Oder Fischkirmes heißt das ja bei Ihnen. Einen Punkt wollte ich noch besprechen. Das haben wir im Film gesagt, das haben wir hier gerade noch mal gesprochen. Anlagen müssen irgendwann mal gewartet werden. Die Turbinen oder die Räder müssen neu gemacht werden. Und dann ist es tatsächlich so, man baut das aus und dann erlischt die Genehmigung und dann ist das vorbei und die kriegen das nicht wieder genehmigt. Und deshalb laufen die alten Anlagen weiter. Ja, das ist so. Also die Altgenehmigungen, also die sind ja kann man eigentlich niemandem wegnehmen, ja, die ganz alten Fischrechte. Aber nach der jetzigen Gesetzeslage, wenn ich ein neues Wasserrecht beantrage, dann habe ich ja nur eine Genehmigung auf 20 Jahre. Ja, und was nach den 20 Jahren passiert, weiß ich nicht. Es kann also gefordert werden, dass wir die Anlagen ausbauen müssen, also wissen wir nicht. Ja. Deswegen ist das Risiko natürlich auch für Investoren entsprechend groß, weil sie natürlich sicher sein müssen, dass sie nach 20 Jahren das Geld verdient haben. Ja. Mhm. Weil ansonsten ist es ein Draufzahlgeschäft. Ja. Und es ist so, wenn einer jetzt eine alte Anlage ausbaut und baut von uns eine neue Technik ein, dann hat er auch nur wiederum diese 20 Jahre. Dafür bekommt er eine etwas höhere Einspeisevergütung und die bekommt er aber nur, wenn er eine ökologische Verbesserung bringt. Also zum Beispiel eben die Durchgängigkeit der Flüsse. Wenn ich jetzt also keine Fischhebeschnecke drin habe, dass die Durchgängigkeit nur in eine Richtung ist, habe ich schon ein Problem. Also ich muss einen Mehrwert bieten, einen Vorteil schaffen, dann bekomme ich die höhere Einspeisevergütung, aber eben nur für 20 Jahre und dann erlischt es. Und dann hat jeder das persönliche Risiko zu tragen. Mhm. Und das gilt ja auch für Neugenehmigungen. Wenn man jetzt viele, viele Jahre, 8, 9 Jahre braucht, bis eventuell eine Genehmigung kommt, dann wird das angefordert, das muss ja alles bearbeitet, bezahlt werden. Das heißt, das wird für die Leute, die so eine Anlage bauen wollen, wahrscheinlich schon im Planungsverfahren total unwirtschaftlich. Ja, das ist es so. Das machen die meisten Leute eben wirklich nur aus Idealismus heraus, weil sonst, wenn man die Kosten alle rechnen würde, wäre es wirklich unrentabel, weil wir haben selber uns auch schon überlegt, was können wir tun, um den Leuten zu helfen, damit sie ihre Genehmigung bekommen. Ja? Nur wenn wir die Zeit rechnen würden, wenn wir das anbieten würden, dann wird die Anlage unrentabel. Also dann haben die Kunden schon so viel Geld ausgegeben, bevor sie überhaupt die Anlage einbauen, dass die Anlage dann 40 Jahre wahrscheinlich laufen müsste, um das Geld wieder zu verdienen, was sie da ausgeben müssten. Also das funktioniert nicht. Deswegen ist wirklich viel Idealismus dabei. Und die Leute, die das heute machen, die kann man wirklich nur bewundern. Die haben erstmal ein dickes Fell und ein großes Durchhaltevermögen. Letzte Frage an Sie. Wir wollen ja immer Alternativen aufzeigen. Was müsste denn eigentlich jetzt passieren, um Kleinwasserkraft in Deutschland nach vorne zu bringen? Ja, es müsste auf jeden Fall politische Wille klar sein, ja. Und dann müssten die Gesetze entsprechend gemacht werden, ja. Das, was ich ja nicht begreife, es wird in der Öffentlichkeit auch von der Politik immer geredet. Man will Energiewende, Wasserkraft, ist grundlastfähig, alles positiv, wird alles, hört da nur Positives, ja, aber ein kleiner Beamter im Landratsamt, ja, der kann verhindern, dass so eine Anlage nicht gebaut wird, ja, und das kann es nicht sein, ja, und dahinter verstecken sich dann wohl alle und sagen, ja gut, das ist ein Gutachter, der hat das und das Gutachten ausgestellt, ja, ob das geprüft ist oder sonst was, ja, das weiß kein Mensch und deswegen, meines Erachtens muss von der Politik her klare Richtlinien und ich habe vorhin schon gesagt, das ist meine große Hoffnung, nachdem jetzt in Bayern zumindest vom Umweltministerium das Gutachten gemacht wird, das dann hoffentlich nicht mehr anfechtbar ist, weil die Fischer sagen, ja, wenn ihr ein Gutachten erstellt, dann fällt es so aus, wenn wir ein Gutachten machen, fällt es so aus, jeder hat seinen Standpunkt. Jetzt ist es von neutraler Stelle und die große Hoffnung ist, dass wir dann eine Anlage genehmigt bekommen, dass ich nicht jedes Mal 50.000 Euro für ein Fischmonitoring ausgeben muss. Ja? Das sind auch wieder wahnsinnige Kosten, die ich jedes Mal für jede Anlage ausgeben muss. Mein Ziel ist es, dass wir unsere Anlage, das System genehmigt bekommen und sagen können, wenn das System so gebaut wird, dann funktioniert es und dann habe ich die geringsten Verletzungen an Fischen. Naja, Herr Schülein, wir wissen ja nicht, ob die Berliner Fische anders reagieren als die bayerischen Fische. Das muss ja nicht immer sein. Da kann es durchaus auch regionale Unterschiede geben. Ja? Aber wissen Sie, was mir gerade aufgefallen ist, weil Sie gesagt haben, die Politik muss was machen.
diese amerikanische Fahne da im Hintergrund, vor der Sie da sitzen, die steht ja Ihnen eigentlich ganz gut. Also so richtig tolle Kandidaten hat Amerika ja nicht für den nächsten Präsidenten. Das sollten Sie sich überlegen. Das sieht schon mal sehr präsidial aus mit dem da im Hintergrund. Sie müssen selber in die Politik. Aber es ist so, also in Amerika, muss ich ja dazu zu dieser Anlage sagen, die wir hier jetzt gerade verhandeln, also die haben ja zum Beispiel kein Gesetz für eine Einspeisevergütung. Also die müssen, und auch keine Bezuschussung vom Staat, also die haben es noch schwieriger und die haben es jetzt hier geschafft, eine Genehmigung zu bekommen. Also die müssen praktisch mit ihrem Abnehmer, mit ihrem Energieversorger selbst verhandeln, dass sie ihren Stromverkauf bekommen zum Beispiel, ja. Und muss sagen, alle Achtung, das ist denen hier gelungen. Und sie haben immerhin nur 4 Jahre gebraucht, bis sie es geschafft haben. Wir bei unserer Anlage in Deutschland, wir haben 8 Jahre jetzt gebraucht, bis wir sie jetzt endlich bauen dürfen. Ja. Herzlichen Dank zum Oval Office von Klaus Schülein in Amerika. Dankeschön. Okay. Dankeschön. So. Ihnen viel Erfolg noch und viele Verträge. Ja. Tschüss. Und tschüss. Gut. Und ich gehe zu Herrn Habermann zurück. Die Fischhebeanlage, dazu müssen wir jetzt was sagen, die angesprochen worden ist. Genau, Fischhebeschnecke. Ist vom Prinzip her ein bisschen anders wie die Wasserkraftschnecke. Da liegt der Wendel innen drin. Das heißt, wir haben hier in der Mitte ein Rohr. Und dann wäre das so, dass quasi dieser Wendel in dem Rohr nach oben geht, ist in dem Rohr fest verschweißt. Das heißt, da sind keine Ecken und Kanten drin. Und die Fische schwimmen hier rein und fahren mit einer sehr langsamen Umdrehung nach oben, also sehr langsam Drehzahl. Das heißt, 6 Umdrehungen pro Minute fahren wir da normalerweise. Und deswegen auch 2 Schnecken. Nebendran die Fischaufstiegsschnecke und die Wasserkraftschnecke. Die Wasserkraftschnecke kann man optimal nutzen für die Wasserkraftgewinnung und für den Fischabstieg. Und der Fischaufstieg erfolgt in der Fischaufstiegsschnecke im Rohr. Genau. Und dazu haben wir auch einen kleinen Film für Sie vorbereitet von Ihrer Partnerfirma in Österreich. Und da können wir diese Fischhebeanlage uns einmal in Ruhe kurz anschauen. Mats ab. Die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja, wir sind dort bei der Wasserkraftwerksanlage Pilsing. Wir, die Firma Strasser & Huber, haben dieses Werk gebaut und es ist vor 2 Monaten in Betrieb gegangen. Man sieht da die Wasserkraftschnecke, die ca. 80 kW liefert. Und nebenbei ist eine Innovation, die Fischaufstiegsschnecke, die eben Fische auf, also praktisch den Aufstieg der Fische gewährleistet. Die Fischaufstiegsschnecke funktioniert in folgender Weise, dass die Fische über das Turbinenwasser, das unter das Fischaufstiegsschneckenrohr geleitet wird, durch die Lockströmung angelockt werden. Die Fische schwimmen dann in ein Rohr mit einer innenliegenden Wendel, die fix verschweißt ist. Also es ist eine spaltlose Ausführung und daher kommen sie verletzungsfrei oben im Oberwasser wieder an. Wir sind hier am Hinterlauf der Url, das ist ein prioritärer Wasserkörper in der Babenregion gelegen. Hinter uns sehen wir einen Prototyp, eine Fischaufstiegsschnecke. Bis zum Jahr 2015 ist hier vorgeschrieben, bei der Wehranlage Fischpassierbarkeit zu gewähren. Gemäß Leitfaden ist ein konventioneller Fischaufstieg geplant und der Betreiber hat hier eine Innovation vorgeschlagen, welche jetzt im Rahmen eines wasserwirtschaftlichen Versuches hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit überprüft wird. Es findet ein wasserwirtschaftlicher Versuch statt, wo ein entsprechendes Monitoring der Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsschnecke
überprüfen und untersuchen soll. Dementsprechend wird ein Herbstmonitoring und ein Frühjahrsmonitoring zu den Hauptwanderzeiten, die er typisch dort von der Fischhafen durchgeführt. Im Vorfeld Ende September dieses Jahres wurde das Unterwasser abgefischt. Wir haben ca. 15 Fischarten nachweisen können. Und jetzt gilt es im Rahmen des Monitorings zu untersuchen, wandern Fische auf, welche Fischarten wandern auf, welche Größenklassen wandern auf, mit dem Ziel, einen Bericht darüber verfassen zu können, ist die Fischaufstiegsschnecke vergleichbar mit konventionellen genehmigten Fischaufstiegshilfen. Im Rahmen des Monitorings wird täglich die installierte Reuse kontrolliert, werden die Fische rausgefangen, werden auf ihre Art bestimmt, vermessen, anschließend wird im Oberwasser zurückgesetzt. Das Spannende ist, wir sind jetzt am Ende des Herbstmonitorings, hatten bisher über 350 Fische in der Reuse. Was auch interessant ist, die Größenklassen waren von 2 cm bis 50 cm. Die größeren Fische waren Barben und Forellen, die Parkforelle. Und was aber auch sehr interessant ist, haben bereits sehr viele karpfenartige Fische, die auch im Rahmen der Elektrofischung nachgewiesen werden konnten, auch erfolgreich im Reusenbehälter nachweisen können. Eine der Hauptfischarten sind die Schneider, sind das Eiter. Was auch interessant ist, neben Fischen hatten wir auch bereits mehrere Krebse drinnen. Und hier zwar das Egalkrebs, aber auch das ist interessant, dass auch Krebse erfolgreich über die Fischaufstiegsschnecke aufgewandert sind. Und was auch interessant ist, dass auch Insektenlarven, Archozoophentos, Tiere in der Reuse nachgewiesen werden konnten, die offensichtlich erfolgreich die Fischaufstiegsschnecke genutzt haben, um das Oberwasser zu gelangen. Es waren Eintagsfliegenlarven dabei, Libellenlarven und so weiter. Das heißt, nicht nur für Fische, sondern auch für andere typische Wasserbewohner wird die Möglichkeit des Fischaufstiegs angenommen. Der Fischabstieg kann jetzt über die Wasserkraftschnecke erfolgen. Die Wasserkraftschnecke ist die einzige Kraftanlage, die als Fischabstieg anerkannt ist. Also im Abspann stand nicht drin, wer den Ton bearbeitet hat des Films. Tontechnisch haben die österreichischen Kollegen noch Nachholbedarf, aber macht ja nichts. Aber Habermann hat, glaube ich, ganz gut gesehen, dass den Fischen da nichts geschehen ist. Also da hat ja keiner irgendeine Verletzung gehabt. Das ist definitiv so. Wir haben jetzt, also der Film ist schon ein bisschen älter, letzten Herbst aufgenommen worden. Und definitiv ist es so, dass wir jetzt im Frühjahrsmonitoring sind. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir werden bis Ende Juni ein Ergebnis bekommen dafür. Aber diese Anlage war ja nur unter Vorbehalt als Versuch genehmigt, hat mittlerweile die Zusage, dass sie verbleiben darf. Das heißt, sie funktioniert. Und wir werden quasi mit dem zweiten Monitoring im Juni, wie gesagt, mehr sagen können dazu. Was hochinteressant ist, wir haben keine verletzten Fische entdeckt in diesem ganzen Monitoring. Und was noch interessanter ist, in der gleichen Zeit wurde eine normale Fischtreppe gemonitort, die am Oberlauf ist, also quasi beim nächsten Kraftwerk obendran. Und da sind etwa 40 Fische aufgestiegen in dem Zeitraum und über diese Fischaufstiegsschnecke sind 400 aufgestiegen im selben Zeitraum. Das heißt, sie funktioniert auch noch besser. Mitunter sind Fischtreppen auch große, lange Gerinne, wo man viel Bauaufwand reinstecken muss und das ist bei der Fischaufstiegsschnecke nicht so. Genau, das sind so die Fakten zu diesem Versuch und wir sind sehr erfreut über diese positiven Ergebnisse. Sie sind wesentlich besser noch ausgefallen, als wir uns das erhofft haben. Und ja, zeigt, dass die Schneckentechnik eigentlich fischfreundlich ist. Ja, wir werden mal durch die Anlage Raimund mit seiner elektrischen Zahnbürste fahren lassen, denn damit hat er jetzt vollen Akkuantrieb und dann kann er so Bilder machen, wie er so hochfährt. Der Vorteil dieser Schnecke ist ja auch der, man sagt, bei Fischtreppen sitzt dann irgendwann der Fischreiher und pickt sich die schönsten Exemplare raus. Ja, das ist der Charme noch an der Sache, dass im Endeffekt auch schwimmschwache Fische, so nennt man das, wenn die nicht so viel Dampf haben, dass sie da dann sofort raufkommen. Schwimmschwache Fische?
Genau, die müssen dann zwischendrin mal im Becken. Erleben Sie nicht mehr im Wasser, sagen Sie auch schwimmschwach. Okay. genau. Da ist es so, dass die dann mal Pause machen müssen zwischendrin und man hat unter anderem dann schon den Fischreiher oder den Kormoran gesehen, der eben auf diesem Stein hockt und dann sich da sein Futter abholt. Also das präsentiert sich sehr. Und mit der Schnecke ist es so, die fahren nach oben völlig unbeschadet in einer Wasserkammer, sprich die Wasserkammer ist hier zwischendrin in diesem Schneckenbereich und durch die Drehung, durch die langsame, wandert die einfach nach oben. Das ist wie eine Mutter auf einer Schraube, wird nach oben geschraubt, bloß das Wasser drin steht und die Schnecke in also die Fische in dem Wasserbehälter drin sind und nach oben fahren und oben dann rausschwimmen können, rausrutschen können, wie man im Video gesehen hat. Warum sind die denn so doof und schwimmen gegen den Strom? Das ist ja total unbequem, kostet ja nur Kraft, die können halt auch flussabwärts schwimmen. Interessante Sache. Also ja, was man nicht alles tut, um sich fortzupflanzen, ist die Frage. Sie wollen ja, um sich fortzupflanzen, den Fluss aufwärts steigen und schwimmen der Strömung entgegen, dort wo sie herkommen. Und warum das so ist, ich bin der Maschinenbauer und da bin ich jetzt nicht so versiert, um das näher erörtern zu können. Ja. Wir haben hier nochmal die Anlage im Bild. Das ist sozusagen nochmal für unsere chinesischen Zuschauer. Machen Sie den Screenshot jetzt und da sehen wir direkt daneben dann praktisch ja, die Wasserschnecke, die Schnecke in klein nochmal. Ne? Das ist richtig. Also die Fischaufstiegsschnecke ist genau in dem Bild nebenan gewesen. Und das Verbundsystem ist das, was der Clou ist. Wir erzeugen quasi mit der Wasserkraftschnecke die Lockströmung. Lockströmung ist das, wo die Fische drauf zuschwimmen. Und das wird dann so kanalisiert und geleitet, dass im Endeffekt der Fisch schon weit vorne weiß, aha, ich muss hier rechts abbiegen, hier geht es Richtung Aufstieg. Und er schwimmt dann selbstständig rein, schwimmt mit der Nase nach vorne in diese Aufstiegsschnecke. Also wenn er jetzt reingezogen würden wäre, dann würde er nicht mit der Nase nach vorne schwimmen, es sind sehr langsame Strömungsgeschwindigkeiten und steigt dann dort auf. Und das funktioniert nur in der Kombination mit der Wasserkraftschnecke, die dann im Endeffekt diesen Wasserstrom erzeugt. Wie sind Sie denn zur Wasserkraft persönlich gekommen? Wie ich zur Wasserkraft gekommen bin, ist eine interessante Sache. Ich habe bei der Firma Rehert ein Praktikum gemacht in einem anderen Bereich und habe den Herrn Schülern kennengelernt. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe mir am Ende von meinem Studium gedacht, was könnte ich machen, was würde mir gefallen. Und ich wollte jetzt nicht der Mann für den Außenspiegel links sein und ich wollte breiteres Spektrum haben, ein bisschen Elektrotechnik mit dabei, ein bisschen Maschinenbau mit dabei. Und dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, ich habe mir das Produkt angeschaut und dann habe ich festgestellt, das hat alle die Fragen quasi beantwortet, die ich gern haben möchte. Und es hat mich noch fasziniert, weil es einfach eine gute Sache ist, weil ich Strom schonend herstellen kann und jeder von uns braucht Strom. Und somit ist das für mich einfach eine ideale Mischung von dem, was ich wollte. Und ich kann es für eine gute Sache einsetzen, das heißt saubere Energie gewinnen. Träumen Sie manchmal nachts von den Fischen, die eventuell durch Ihre Anlagen fahren und sich verletzen könnten? Haben Sie so ein Fischtrauma entwickelt mit der Zeit? Nein, das mache ich nicht. Wie gesagt, weil Herr Schülein hat es gut beschrieben, ich habe die Wahrnehmung so, dass diese Fische mitunter durchaus auch Freude haben können, hier auf- und abzusteigen. Ja. Also, liebe Fische, besucht Christian Habermanns Fischrummel und steigt mit ihm zusammen auf. Kleinwasserkraft ist eine große Möglichkeit. Vielen Dank, dass Sie sich aus südlichen Gefilden extra nach Berlin hier in unseren Warroom begeben haben. Recht herzlichen Dank, Herr Habermann. Dankeschön. Danke. So. Und nun löse ich das Versprechen ein, was ich am Anfang der Sendung gegeben habe. Wir zeigen Ihnen gleich Berts Privatflugzeug. Mein Lieblingsgast in der Sendung, Bert Schliemann! Hallo, guten Abend! Hallo! So, wir müssen mal auf die Uhr gucken, 20.44 Uhr. Ich hatte es befürchtet, Frank. Ich hatte es in der Redaktionssitzung heute hieß es, bitte die Sendung nicht überziehen in Zukunft, dauert zu lange. Ich übergebe die Sendung wie immer pünktlich an dieser Stelle zu Bert, ja? Also kann man nichts anderes machen. Unser Thema ist
andere Flugzeuge. Und nun zeigen wir ein Bild auf Berts Lieblingsflugzeug, was er am liebsten sich kaufen würde. Aber Bert, das nun doch nicht. Das haut nicht ganz hin. Okay. Trotz der vielen Einsparerfolge und Gagen bei Leben mit der Energiewende TV. Nee, dein Thema ist heute was? Genau, ist das Fliegen an sich. Also ich will ja mal schon mal vorab, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Ich bin ein ganz großer Fan des Fliegens. Also ich finde Fliegen was? Toll. Doch. Strafkeller, CO2, Ausstoß. Raimund und Katte haben schon eine Woche unten gesessen wegen ihrem Hawaii-Flug. Ja? Die würden nie wieder ein Flugzeug betreten. Jetzt kommst du auch schon wieder an mit diesem Fangeschichten. Nein, Frank, du siehst das jetzt zu eng. Du siehst da jetzt diesen Airbus mit den 380er, dieses riesige Flugzeug, wo über 550 oder 520 Passagiere fast, ja, glaube ich. Aber ich rede jetzt generell vom Fliegen, weil das Fliegen an sich ist ja eine ganz tolle Sache. Also es ist wirklich sehr, sehr effiziente Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Ja? Das stimmt, liebe Zuschauer. Und ich kann Ihnen jetzt ein Geheimnis lüften. Ich mache ja Dutzende Filmvorführungen von meinem Film Leben mit der Energiewende. Ich habe gerade Berts Privatflugzeug gezeigt. Jetzt zeige ich Ihnen mein Privatflugzeug, mit dem ich zu den Filmvorführungen immer komme. Ja, natürlich, so schaffe ich das, zwei Sendungen zu machen und die ganzen Filmvorführungen. Das geht mit dem natürlich am effizientesten. Ich brauche natürlich, weil ich schlank bin, auch nicht so viel Platz wie Bert im A380. Das ist natürlich, also der Geschwindigkeitsvorteil ist riesig. Also wenn wir jetzt gerade die Concorde sehen, die Concorde, die fliegt ja jetzt nicht mehr, aber die hatte 2600 Stundenkilometer, also zweifache Schallgeschwindigkeit, und damit kann man natürlich extrem schnell über den Ozean zum Beispiel kommen. Aber auch der Airbus, den wir gesehen haben, der 380, der fliegt fast 1000 Stundenkilometer, ich glaube 945 Stundenkilometer mit Spitzengeschwindigkeit, da kommt man natürlich sehr schnell voran, also gerade was große Distanzen angeht. Wenn man jetzt die Distanz verkürzt, dann macht das natürlich wenig Sinn, mit der Concorde irgendwie nach Hamburg von Berlin, wäre totaler Quatsch. Und da ist es auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil man muss immer zum Flughafen, zum Landen und zum Starten. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika guckt, wenn sich da jemand seinen eigenen Firmenhubschrauber leisten kann, der kann halt direkt vom Firmengebäude starten und dann am anderen landen. Und dadurch ist er extrem schnell. Also ein Hubschrauber, der kommt auf 300 Stundenkilometer. Spitze beim Hubschrauber waren, glaube ich, ein Rekord von fast 500 Stundenkilometer. Und ich hatte selber mal das Vergnügen, Frank, mit einem Hubschrauber von Berlin zur CeBIT zu fliegen. Direkt auf dem CeBIT-Gelände durften wir damals landen, so Ausnahmegenehmigung für die CeBIT. Und da hat man mal gemerkt, wie schnell das wirklich geht. Ja, also man steigt Berlin ein, landet direkt auf dem Gelände der CeBIT. Auf der Autobahn haben wir uns dann mit den Porsches angelegt. Also wir haben die wirklich alle zersägt. Also so ein Porsche hat keine Chance gegen den Hubschrauber. Wie gesagt, man ist sehr schnell und die Geschwindigkeit ist da ein großer Vorteil. Aber also du meinst, ich soll die Concorde gegen Hubschrauber austauschen? Könnte ich auch verstehen. Ich habe jetzt leider wieder was anderes bestellt, weil ich muss zu den Filmvorführungen natürlich immer DVDs mitnehmen, weil die Leute nach der Kinofilmvorführung natürlich die DVD des Films haben wollen. Und ich habe natürlich so viele Kinozuschauer, dass ich eine größere Transportmöglichkeit brauche, um meine DVDs zu transportieren. Deshalb habe ich mir dieses Flugzeug jetzt hier bestellt, was Sie sehen. Und damit werde ich dann von Berlin nach Hamburg zur Filmvorführung fliegen und dann brauche ich die ganzen DVDs. Also sowas ist natürlich alles furchtbar. Das heißt, ja, das war jetzt auch die Boeing 747, natürlich auch so ein Großraumflugzeug von einem amerikanischen Hersteller. Weil jetzt kommt natürlich das große Aber beim Fliegen. Wie sieht es im Moment aus? Also auf den Straßen haben wir immer mehr Elektroautos, was ja auch schön ist. Aber in der Luft fliegt im Prinzip fast jedes Flugzeug, in dem es Kerosin verbrennt. Ja. Und damit trägt es natürlich nicht zu einem unwesentlichen Teil zu unserem Treibhauseffekt und zu unserem Klimawandel bei. Als Zahl habe ich jetzt, da war ich überrascht, dass es so wenig ist, dass Flugzeuge derzeit für gut 2% unseres gesamten weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich sind. 2% sind natürlich noch Tendenz steigend. Und auch dieser Treibstoff, der dabei verbraucht wird, macht auch den Fluggesellschaften Sorgen, weil im Moment ist es so, dass ein Drittel der Kosten alleine nur durch den Treibstoff verursacht werden. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Diese 2% Emissionsanteil für Flugzeuge. Ich habe ja für Dreiseit die ganzen Klimaschutzverhandlungen hoch und runter und Kyoto mit berechnet. So. Und die CO2-Emissionen, die beim Fliegen gerechnet werden, und auch diese 2%, sind nur die inländischen Flüge. Nur die inländischen Flüge machen diese 2% ein. Grenzüberschreitende Flüge sind bei diesen 2% nicht mit drin. Und die sind auch bei den Emissionsberechnungen nicht mit drin. Das heißt, das ist nicht der weltweite CO2-Ausstoß
durch Flüge, sondern 2% sind sozusagen für die inländischen Flüge. Die machen aber nur 6-7% des gesamten Flugverkehrs aus. Über 90% sind da überhaupt nicht drin. Das ist ein Ding, was immer wieder gemacht wird. Ja, ja, ich habe das auch gelesen, aber dann vergessen unsere Zuschauer bitte die 2%, dann ist das wahrscheinlich wesentlich höher. Bert fliegt natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, inzwischen elektrisch, ja, und Bert ist es gelungen, bei eBay ein älteres Modell aufzutreiben, was er sehr günstig für 9,95 bekommen hat, und mit dem fliegt er, mit dem ersten elektrischen Flugzeug, was es gab, und auch davon haben wir natürlich ein exklusives Bild vorbereitet. Das wäre schön. Bert's eBay-Flugzeug, und das ist tatsächlich ein elektrischer Flieger. Ja, ja, das war das erste elektrische Fluggerät, was es sozusagen in der Geschichte gegeben hat. Ich muss gleich mal schauen, von 1884. Deshalb hast du es so billig bekommen. Es war preiswert. Ja, allerdings haben wir jetzt hier nicht das Gewichtsproblem. Ne? Also dieses Luftschiff, leichter als Luft, hatte einen reinen Elektroantrieb und konnte dann auch wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren. Also es war der erste rein elektrische Flug. Mit Batterien oder mit was ist das geflogen? Ich vermute mal mit Batterien, also würde ich jetzt mal sagen. Also ein reiner Elektromotor, ja klar, sicher. Ja. Ich weiß nur, die Leistung waren irgendwie 6,25 kW, aber reicht halt bei so einem Gefährt, was nichts wiegt oder von selbst sich in der Luft hält, dann schon aus. Also insofern. Die ersten Elektroautos sind ja auch schon über 100 Jahre alt, das ist ja auch so. Ja, genau das. Das Thema hatten wir auch schon bei der Elektromobilität, ne? Gerade die Kurzstreckenflüge, Frank, also deswegen lehnen wir es ja hier ab, innerdeutsch zu fliegen, also im War Room, wir versuchen immer mit dem Zug zu fahren, weil gerade bei den Kurzstreckenflügen, dadurch, dass der Anteil der Start- und Landeanteil so hoch ist, geht der CO2-Ausstoß in die Decke, also irgendwie auch der Treibstoffverbrauch ist dann beim Inlandsflug irgendwie, habe ich mal die Zahl gefunden, über 10 Liter auf 100 Passagierkilometer. Ja. Und wenn man einen Vergleich dazu einen PKW nimmt, der hat 2 Liter auf 100 Passagierkilometer. Also mit dem Flugzeugfliegen ist schon eine Sache, wo man mit einem Flug den eigenen Fußabdruck, den ökologischen, in die Höhe treiben kann. Wir hatten das ja mal bei Raimund und Katha, als die so weit geflogen sind bis nach Hawaii. Da haben alle Einsparungen des restlichen Jahres nichts genützt oder über mehrere Jahre. Das konnte man mit einem Flug wieder platt machen. Genau, und da Bert 90% seiner Gage an mich abgeben muss, hat es nur für ein kleines Flugzeug für ihn gereicht. Und jetzt zeigen wir wirklich Berts Flugzeug. Was ist das für eins? Ja, du lachst, Frank, es gibt wirklich mittlerweile schon eine Reihe von Elektroflugzeugen zu kaufen. Das hier ist von dem, jetzt kannst du nochmal das zweite Bild vielleicht zeigen, das ist ein slowenisches Unternehmen, das heißt Pipistrel, das Unternehmen, ja, lustiger Name, und das Kleinflugzeug. Das ist nicht so richtig marktgängiger Name, den man nein, nehmen kann, also nein, müssen die also nochmal ein bisschen überlegen. Vielleicht ja? spricht sich das auch im Slowenischen anders aus, aber das Flugzeug selber heißt WhatsApp, also wie Watt. Watt geschrieben, WhatsApp, ist nicht zu verwechseln mit dem WhatsApp auf dem Handy. 6,5 Meter lang, Spannweite 10 Meter und ein 50 Kilowatt Motor sitzt drin, ermöglicht eine Flugdauer von einer Stunde, also ist jetzt mit Reserve noch eine halbe Stunde dazu. Und der hat eine Batterie aber an Bord? Der fliegt rein elektrisch, und was den praktischen Anteil, den praktischen Teil angeht, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Mein Kollege Thomas Link, der will noch mal eine Sendung machen, wo die Elektroflugzeuge, die kleinen, praktisch testet, wo er dann direkt vor Ort sich die Flugzeuge mal anschaut. Wir machen das heute theoretisch, Frank, und mit Bildern, weil die Problematik bei den Elektroflugzeugen ist, hier ist die Reichweite, wie du dir vorstellen kannst, noch viel wichtiger als beim Auto, weil du kannst mal nicht eben an die Tanksäule fahren. Ja? Also hier geht es wirklich nach unten, wenn die Batterie zu Ende ist. Und das möchte man natürlich nicht haben. Und auch das Gewicht spielt hier eine wesentlich größere Rolle als beim Auto. Ja? Wir wissen, der Tesla ist ein sehr schweres Auto, holt sich aber die Energie wieder beim Bremsen zurück. Beim Flugzeug ist das ganz anders. Wenn das Flugzeug zu schwer ist, hebt das einfach nicht ab. Ja? Also du musst es schaffen, ein Flugzeug zu konstruieren, was noch abheben kann. Und umso schwerer das Flugzeug ist, umso stärker muss der Motor sein, um es in die Luft zu halten. Das sind alles Faktoren, die da gegeneinander ankämpfen. Jetzt stell dir vor, ich steige in deinen Pipistrel ein, ja? Wir fliegen los, heben ab, dann musst du sofort zur Landebahn wieder zurück, weil der Strom von deinem Motor ist, der heißt, weil ich hier drin sitze. Frank, der heißt WhatsApp, ja, so. also WhatsApp. Und aber da steht Pipistrel drauf. Ja, und er ist auch nur für eine Person, wenn ich richtig informiert bin, geeignet. Ja, also es ist wirklich ein kleines. Ich komme damit gar nicht hoch.
auch mit dem Ding. Du müsstest wahrscheinlich erstmal auf der Landebahn so ein bisschen rumfahren. Du müsstest erstmal fliegen. Du müsstest erstmal fliegen lernen. Aber wie gesagt, der E-Motor an sich hat unheimliche Vorteile. Also das muss man auch noch mal ganz klar festhalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Motoren nebeneinander stellen, das eine wäre ein Verbrennungsmotor und wir sagen, beide Motoren haben 100 PS. Das eine ist ein Elektromotor und das andere ein Verbrennungsmotor, dann wiegt der Elektromotor schon von Haus aus nur ein Viertel des Verbrennermotors. Also ist ein großer Gewichtsvorteil hier schon mal. Und der zweite Riesenvorteil beim Elektromotor ist die Leistung. Ja? Also wir kriegen hier 95% der Energie, die wir einsetzen, wird in Bewegung umgesetzt. 95, also wir haben nur 95% Verlust. Und beim Verbrennungsmotor, beim Flugzeug ist es genauso wie beim Auto. Wir haben nur 30% der Energie, die wir reinstecken, bekommen wir in die Bewegung. Und der Rest ist Wärme, Reibung, Verluste. Also von der effizienten Sache her muss man sagen, hat der Elektromotor die Nase vorne. Ist ja schon wieder diese ganze Energiewende-Propaganda, ja. Jetzt auch wieder bei diesen Flugzeugen geht das los. Aber wir haben jetzt ein viel erotischeres Modell fürs elektrische Fliegen für Sie vorbereitet. Ja? Das ist das Flugzeug von Qatar. Ja, das sieht schon mal schicker aus. Qatars Flugzeug, welches hast du jetzt hier gezeigt? Ach so, das ist der E-Fan, okay. Ich muss mal eben blättern, genau. Der ist von der Airbus-Gruppe entwickelt worden. Die arbeiten da seit 2011 dran. Letztes Jahr hat er seinen Jungfernflug gehabt. Und muss mal schauen, wo ich hier noch die Zahlen habe. Er hat Elektromotoren mit 30 kW Leistung drin, zwei Stück. Und fliegt auch im Moment 40 Minuten, soll aber auf eine Stunde gesteigert werden. Und das Gerät soll es als Serienflugzeug direkt geben. Also man soll ihn kaufen können ab Ende 2017. Und es sollen, also Airbus hat jetzt beschlossen, erstmal 100 von diesen Flugzeugen zu bauen. Hier kann man sehr schön sehen, das ist jetzt noch die Zweisitzer-Variante. Später ist noch eine Viersitzer-Variante geplant. Wenn man sich das Auto mal kurz, wenn man sich den Flieger mal kurz hier anschaut, diese Elektromotoren, die befinden sich in einem Gehäuse, wenn du nochmal das Motorbild zeigen kannst, oder mit den Turbinen, genau, in einem Gehäuse, was rund um die Motoren, also um die Rotoren liegt, ohne einen Kontakt zu den Rotoren. Also sind die Entwickler besonders stolz und da ist es auch bedeutend leiser. Das ist sozusagen eine Mini-Elektroturbine, die bei dem Flugzeug eingesetzt wird. Und die Lithium-Ionen-Batterien, die sind in so einen übereinanderliegenden Packs direkt in den Tragflächen dicht am Cockpit dran. So, und hier auch wieder super Vorteil vom Elektromotor. Sehr umweltfreundlich, wenn man ihn regenerativ auflädt. Keine Abgase, sehr leise. Also ich habe auch Videos gesehen, wenn er oben ist. Für die Anwohner ist es natürlich super, wenn dann Elektroflugzeuge da kreisen. Das ist auch nochmal ein schönes Bild davon. Und die relativ geringe Motorenleistung, die haben die Ingenieure ausgeglichen durch die aerodynamische Zäpfchenform von diesen Turbinen und auch wurde wie bei den anderen Flugzeugen Ultraleichtmaterial verwendet. Also das Flugzeug besteht sozusagen komplett aus Kompositmaterialien, aus Carbonfasern und Epoxidharz, um die größtmögliche Festigkeit zu erreichen bei dem geringsten Gewicht. Weil wir haben wieder das Problem, jedes Kilo mehr brauchen wir einen stärkeren Motor und haben wieder eine kürzere Flugzeit. Also der gefällt mir richtig gut, weil mit dem kann man hier in der Waldenserstraße prima landen. Da reicht der Platz locker aus. Er hat auch noch ein paar Vorteile. Also erstmal, wir brauchen ja keinen Treibstoff. Und er ist sehr wartungsarm, also die ganze Maschine. Und das Hauptfahrwerk ist ebenfalls elektrisch angetrieben. Das heißt, das Flugzeug kann am Boden rollen, ohne dass es die Turbinen benutzen muss. Ja, also das hilft schon mal zur Geräuschreduktion beim Start. Und der Antrieb kann schon alleine in den Rädern bringt das Gefährt auf 60 und hilft hier auch wieder Energie zu sparen. So, jetzt haben wir als nächstes einen optischen Rückschritt hier zu verzeichnen im Bild. Ja, da Frank, das, was du da jetzt zeigst, das ist kein reines Elektroflugzeug. Das ist ein Hybridflugzeug, wenn du das hier jetzt das richtige Bild hast. Ja, genau, das ist der Zweisitzer, richtig. Der ist auch von Airbus gebaut und heißt DA36E Star 2. Und von dem haben wir nur ein Foto. Ne? Er fliegt ausschließlich mit einem Elektromotor, aber der Strom aus dieser Elektromotor wird mit Strom aus den Batterien versorgt, aber auch mit Sprit. Ist ein 65 Kilowatt Motor, der von Siemens völlig neu entwickelt wurde und nur noch 13 Kilo wiegt. Also vergleichbare Motoren wiegen das Fünffache. Also hier hat sich einiges getan. Und wenn wir jetzt die Vorteile dieser Flugzeuge aufgezählt haben, auch mit wenig Wartung und dass der Strom günstiger ist als Kerosin,
Und die Lautstärke ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn wir es zum Beispiel auf den Flughafen übertragen, der könnte dann wesentlich längere Flugzeiten realisieren, ohne die Anwohner zu stören. Also insofern sind die Vorteile schon mal bedeutsam. Aber wir haben natürlich auch hier wieder den Nachteil vom E-Motor. Das müssen wir noch mal ganz klar sagen. Die Speicherung der Energie, ja? Also diese Verbrennung, ein Verbrennungsmotor im Flugzeug, wenn wir das mal vergleichen wollen, für eine 100-Kilometer-Strecke braucht so ein Flugzeug 10 Liter Treibstoff. Das wiegt ungefähr 7 Kilo, also die Dichte ist unter Wasser. Und 7 Kilo Gewicht. Und jetzt setzen wir mal, für die gleiche Strecke bräuchte das Elektroflugzeug eine 175 Kilogramm Batterie. Ja? Und da ist der große, da ist wieder der Gewichtsvorteil des Motors wieder weg. Und die Ingenieure müssen praktisch die ganze Zeit mit dem Gewicht spielen. Und es wird ja auch nicht weniger während des Fluges. Ja? Also das Gewicht der Batterie bleibt immer gleich. Wir müssen dieses Gewicht die ganze Zeit oben halten. Und was jetzt praktisch die Forderung ist der Flugzeugbauer, Akkus mit hoher Speicherkapazität, die ein geringes Gewicht haben. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir wollten so ein Passagierflugzeug, was wir vor uns gesehen haben, vielleicht noch eine Nummer kleiner, wollten wir mit Elektro antreiben und bräuchten dazu Akkus, dann bräuchten wir für so ein Flugzeug mit 200 Plätzen, bräuchten wir Akkus, die zehnfache Energiedichte haben von dem, was zurzeit am Markt ist. Ja? Also wir haben zurzeit 220 Wattstunden pro Kilogramm, die so eine Batterie leistet. Und für so ein größeres Flugzeug bräuchten wir jetzt das Zehnfache. Das heißt, es scheitert noch an den Batterien und auch an den großen Motoren, weil so ein Motor, der wäre dann im Megawatt-Bereich. Und wenn so ein Elektromotor gibt es quasi noch nicht. Wenn man den bauen würde, der würde schlichtweg durchbrennen. Man könnte da zwar eine Menge Energie reinjagen, aber der Motor würde schlichtweg wegschmelzen. Ja? Also so sieht es im Moment aus. Große Motoren zu bauen ist schwierig. Wir haben gesehen auf den Fotos, die kleinen gehen schon. Ja, wo was das hast du das da? Foto, weißt du, Bert, auf dem Foto, da sind wir nicht gut getroffen. Man kann uns hier kaum erkennen. Ich werde mir auf alle Fälle mal einen anderen Helm aber deine besorgen. Brille, deine Sonnenbrille ist schöner als meine, oder? Ja? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich der rechts oder links bin. Also das können wir schon mal vergessen. Aber jetzt kommt hier die ganz große Vision. Das soll tatsächlich möglich sein. Richtig, also bei den Großflugzeugen, wir haben ja bis jetzt nur die kleinen gehabt, da möchte ich mal kurz ein kurzes Zitat geben von Jean Bouty, der ist Entwicklungsleiter bei Airbus und er hat in einem Interview gesagt, er könnte sich vorstellen, dass bereits 2050 es regionalen elektrischen Flugtransport geben könnte. Und Frank, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe so kurz überschlagen, 35 Jahre noch warten, bis so ein Flugzeug realisiert wird. Ich fand das ein bisschen traurig, die Aussage. Er ist der Chefentwickler bei Airbus. Und dann sage ich immer, wo sind die Visionen? Ja? Wieso kann ein Mann, der an so einer wichtigen Stelle ist, sagen, eventuell 2050 hätten wir regionale elektrische Flugzeuge? Das erinnert mich so ein bisschen an die Autoindustrie. Als BMW neulich gesagt hat, in 5 Jahren bauen wir ein Auto oder bringen wir ein Auto an den Markt, was 300 Kilometer fährt. Und ich habe gesagt, in 5 Jahren? Weil... Na gut, dann kann ich jetzt weiter meine Concorde problemlos benutzen. Ich glaube, du kannst erstmal weiter. Ich kann ein schlechtes Gewissen haben. Du musst ja vorwärts kommen. Aber das könnte was werden hier, dieses E-Konzept. Genau, das ist ein Konzept von Airbus. Wenn du das Bild nochmal zeigen kannst, da sollen die ganzen Turbinen im Rumpf direkt eingearbeitet sein. Und für so ein Flugzeug, was wir hier sehen können, bräuchte man natürlich dann auch ganz andere Motoren, die es jetzt noch nicht gibt, und andere Akkus. Die Konzepte sind da. Es gibt Fortschritte, also wenn ich das noch mal kurz mit reinnehmen kann, also Siemens baut zum Beispiel um dieses Hitzeproblem, von dem ich erzählt habe, ja, wir können die Elektromotoren nicht unendlich groß bauen, baut Siemens gerade Generatoren, die haben Windungen aus Hochtemperatur-Supraleitern und die können dieses Temperaturproblem bewältigen. Das heißt, die sind thermisch weniger begrenzt und Siemens hat jetzt schon einen Generator im Megawatt-Bereich auf dem Teststand. Ja? Der funktioniert schon und das wäre ein erster Schritt, dass man auch Flugzeuge, auch für die großen Flugzeuge sozusagen Elektromotoren bauen kann. Hier ist noch ein Bild vom Bauhaus Luftfahrt, das wäre auch so ein Elektroflugzeug. Das ist auch ein Konzept von Bauhaus Luftfahrt. Muss mal schauen, wo ich jetzt hier den Zettel dazu habe. Das ist der CE-Liner, genau, den du da hast. Der sieht ja sehr utopisch aus, also mit den gebogenen Flügeln. Und auch hier brauchst du halt die Batterien, die eine Energiedichte haben von 2000 Wattstunden pro Kilogramm. Also da ist noch einiges an Forschungsarbeit nötig.
Wir haben noch einen schönen Entwurf ja, dabei. Ja, also das, der, dieses Ding hier ist mir zu popelig. Den ich willst du nicht Ihnen, zeigen? Ich zeige Ihnen nun, meine Damen und Herren, welches Flugzeug ich als nächstes bestellt habe. Und ich steige von der Concorde auf den hier dann um. Rein regenerativ, ja. Also das ist so, das passt zu mir, das Flugzeug. Ja, ist ein bisschen breiter und trotzdem schnittig und sieht gut aus. Also das ist also der sieht schon mich. Der sieht schon sehr utopisch aus. Wir können, also wenn wir nochmal zeigen können, das ist der Progress Eagle. Das hat ein spanischer Designer entworfen, dieses Flugzeug, und soll auch fast 100 Meter Spannweite haben, 80 Meter, also ein Großraumflugzeug, 3 Stockwerke hoch und mit 6 Elektroantrieben. Ja, also vom Konzept her die Vision machbar, aber es fehlen noch die... Es gibt tatsächlich wirklich echte Solarflugzeuge schon und die fliegen auch. Richtig. Das ist der hier von SolarWorld. Da haben wir einen von SolarWorld, genau. Der nennt sich Electro One Solar und der fliegt mit Sonnenenergie. Das ist die PC Aero aus Nesselwang im Allgäu. Die haben den zusätzlich mit Solarzellen ausgestattet und ist ein Einsitzer. 11 Meter Spannweite, 200 Kilo, also auch ziemlich leicht, wovon die Akkus schon alleine die Hälfte ausmachen, damit das Flugzeug überhaupt eine Weile vorankommt. Allerdings, die Solarzellen, die eingebaut sind, die dienen sozusagen als Range Extender. Das Flugzeug nimmt ungefähr 2,5 kW im Horizontalflug auf und 1 kW davon liefern dann die Solarzellen. Das heißt, die verlängern die die Reichweite, und der Hersteller gibt hier bei gutem Wetter eine Reichweite von 1000 Kilometern an. Das hört sich schon mal sehr gut an. Ja, aber das Ding ist so klein und leicht, da kannst du höchstens Lisa reinsetzen, weil der Propeller, da der da vorne dran ist, der kann mich nicht transportieren. Also das ist auch wieder ein Einsitzer, ne? Ja. Du kannst aber das noch Flugzeug mal das kann man beim nächsten Bild sehen, gibt es eben tatsächlich. Ja, da sieht man nochmal schön die Solarzellen auf den Oberflächen. Das ist also, wie gesagt, auch ein sehr kleines Flugzeug. Und wenn man jetzt sagt, na gut, man muss die Akkus ja trotzdem laden, haben sich die Hersteller auch was einfallen lassen. Die haben den Anhänger, in dem das Flugzeug transportiert wird, der dient gleichzeitig als mobile Ladestation. Das heißt, das Flugzeug kann man wirklich zu 100% mit Solarenergie fliegen, wenn man das möchte. Und ich finde die Reichweite auch schon gar nicht so schlecht. Ja, ein Projekt habe ich auch noch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es in den Nachrichten gesehen haben. Frank, du kannst ja mal das erste Foto zeigen. Ende Mai hat die ARD gemeldet, dass im Osten Chinas das Solarflugzeug Solarimpuls gestartet ist, also von China dann losgeflogen. Auf dem Foto, was wir hier sehen, ist noch der Solarimpuls 1. Da ist der Rumpf noch frei von Solarzellen. Und wenn du das nächste Foto zeigst, sieht man den Solarimpuls 2. Der wurde dann noch optimiert und besteht dann wirklich die gesamte Oberfläche aus Solarzellen, weil das Ziel der Entwickler war es, ein Flugzeug zu bauen, das wirklich komplett um die Welt fliegen kann. Ja, also rein mit Solarenergie. Und dieser Versuch wird gerade jetzt, während wir hier sitzen, ist der in der Luft. Und ein ganz tolles Projekt. Allerdings muss man dazu sagen, wenn du jetzt mal, hier haben wir noch eine schematische Zeichnung, da sieht man mal kurz die Batteriedichte, aber wenn man hier mal sieht, das Flugzeug ist ein Einsitzer. Ja? Schauen Sie sich die Dimension an. Der hat eine Spannweite von einem Jumbojet. Also er kommt über den Boeing 747, kommt da drüber raus. An Airbus reicht er nicht ganz ran. Aber das heißt, um eine Person zu transportieren, haben wir hier ein riesengroßes Flugzeug, also ein Fluggerät. Auf dem nächsten Foto sehen wir nochmal einen Größenvergleich von vorne. Und wenn man jetzt den Gewichtsunterschied sieht, ja, also der Airbus oder die Boeing hier, die wiegt mehrere hundert Tonnen. Das kleine Flugzeug oben, die Solarimpuls 2, die bringt es, glaube ich, gerade auf 2,5 Tonnen oder so. Also hier wurde wirklich alles auf Gewicht getrimmt. Und 2,3 Tonnen, hier habe ich es. Alles natürlich nur aus Kohlefasern gebaut und neuartigen Werkstoffen. Und diese 2,3 Tonnen, Frank, das so viel wiegt eine Limousine, ja? Also eine Oberklassenlimousine. Also vom Gewicht her und dann diese Spannweite, musst du dir vorstellen. Und es wurde auch bei der Konstruktion wirklich jedes einzelne Bauteil wurde immer kleiner gemacht, bis es gebrochen ist. Also man ist bei jedem Bauteil bis an die Grenze gegangen und hat dann es sozusagen dann flugfähig gemacht. Und das Ergebnis ist sehr filigran. Also kannst du gerne mal das nächste, ach, das sind die beiden Piloten, die du jetzt als nächstes hast. Die beiden Piloten aus der Schweiz. Das sind richtige Abenteurer, muss man sagen, weil die haben sich vorgenommen zu beweisen, dass man mit diesem Flugzeug um die Welt fliegen kann. Und das Flugzeug, also es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist sehr filigran. Man kann
Ich habe gelesen, bei einer Windstärke 3, das sind ungefähr 18 Stundenkilometer, fängt das Flugzeug schon an zu trudeln, weil es wirklich so leicht ist. Es muss auch vor großen Wetterfronten ausweichen. Es kann keine engen Kurven fliegen. Also man darf sich das jetzt nicht wie so ein Sportflieger vorstellen. Es kommt aber, wie gesagt, komplett ohne Kerosin aus. Also es fliegt wirklich nur mit Solarzellen. Das sind über 17.000 Stück. Die sind auch ganz dünn gefertigt, also nur so dünn wie ein menschliches Haar. Ganz dünne Solarzellen, um wirklich jedes Gramm Gewicht zu sparen. Und ja, und hier ist die Strecke, die gerade fliegen. Das ist so ein bisschen auch meine Welttour mit Leben und Energiewende 3. Das entspricht den Hawaii, New York, genau, alles, was man sich vorstellt. Abu Dhabi. Also wenn wir auf den Plan schauen, ganz schwierig ist, ist der Punkt, wo das Flugzeug dann in Asien startet und über den ganzen Pazifik muss. Das sind 6 Tage, das ist halt neulich erst gewesen. Ende Mai, wie ich gesagt habe, hat es ja die ARD gemeldet. Und diese 6 Tage, das war natürlich, sollte ein Rekord werden. Leider kam eine Unwetterfront und das Flugzeug musste auf Japan zwischenlanden. Aber ich habe mir jetzt so vorgestellt, Frank, das Flugzeug fliegt jetzt 6 Stunden ohne zu landen. Ja? Und falls du dich jetzt oder unsere Zuschauer fragst, wo ein Pilot denn auf Toilette geht, wenn er in so einer einmotorigen Maschine sitzt, habe ich die Info bekommen, dass die Toilette sich unter einem Deckel, unter einem Deckel im Pilotensitz befindet. Das heißt, das ist ein richtig harter Job für die Piloten, die wechseln sich ab, die beiden. Es gibt keine Heizungen im Cockpit, es gibt keine Druckkabine. Das heißt, die sitzen in einem Druckanzug und in einem beheizten Anzug, um das überhaupt zu überleben. Also das ist wirklich ein Abenteuer, auf das sich die beiden da eingelassen haben. Dafür haben wir wunderschöne Fotos, die wir hier noch sehen können. Also das ist wirklich hier ein tolles Bild, was hier gerade ist. Und jetzt kommt überhaupt das Hammerbild der ganzen Präsentation. Oh ja, das ist natürlich eine Weltsensation. Ein tolles Bild. So zu fliegen, ja. Und vor allen Dingen, wenn man unten sieht und das Ding rauscht sozusagen lautlos, darüber, kerosinfrei. Das ist schon tot. So, jetzt könnte man sagen, das ist alles Quatsch, aber wenn man dann wiederum das Bild hier sieht, dann kann man sagen, das, was jetzt hier ist, das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Ganz zum Schluss haben wir noch eine ganz realistische Perspektive, wie man mit Elektromotoren jetzt schon relativ günstig, praktikabel Energie sparen kann. Genau, das ist das sogenannte Green Taxiing. Lass mich nur kurz sagen, bis Ende Juli fliegen die beiden noch mit ihrem Flugzeug, dann landen sie in Abu Dhabi wieder, dann haben sie die Weltumsegelung geschafft und die wollten halt einfach damit nur ein Bewusstsein schaffen, dass es möglich ist, ja, dass Elektromobilität nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft machbar ist. So, aber wir haben gesagt, Solarflugzeuge sind etwas zu schwach motorisiert im Moment, um ein Passagierflugzeug überhaupt draus machen zu können. Und damit es wenigstens heute noch eine positive Nachricht gibt und man nicht nur sagen kann, das dauert alles noch 50 Jahre, gibt es das Green Taxiing, was ich heute noch mitgebracht habe. Und zwar ist es ja so, dass auf den großen überlasteten Flugzeugen, da ist das Foto ja da, auf den Flughäfen, das war jetzt München, das Foto München, sämtliche Flugzeuge, die da starten und landen, die befinden sich im Schnitt noch mal 20 Minuten auf der Rollbahn. Und diese ganze Zeit, wo die sich bewegen, machen die Flugzeuge das bis dato alles mit ihren Turbinen. Das heißt, wenn die zur Startbahn fahren, wenn die von der Startbahn wegfahren, es wird immer Kerosin verballert und das nicht in geringem Maß. Also praktisch die Turbinen werden benutzt, um auf dem Boden zu rollen. Eine Riesenverschwendung. Und das fand halt auch eine französische Firma, die Firma Safran wird es gesprochen, pardon. Und die haben Elektromotoren entwickelt, die werden am Hauptfahrwerk der Flugzeug jetzt eingesetzt, wurde auf der letzten Flugshow vorgestellt, Flugzeugmesse. Und diese Motoren, die treiben praktisch direkt die Hauptfahrtriebwerke an und sorgen dafür, dass die Turbinen ausbleiben können. Und das ist unglaublich, was da rauskommt. Es wurden jetzt Berechnungen angestellt. Durch diese Elektromotoren, die sind jetzt auch nicht ganz billig, so ein Flugzeug nachzurüsten, aber man hat ausgerechnet, dass man hier auf 300.000 Euro Ersparnis kommt an Treibstoffkosten pro Maschine pro Jahr. Und das lohnt sich natürlich auch für die Fluggesellschaften und ist eine tolle Sache. Ich hoffe, wird überall eingeführt. Und der große Vorteil ist, die Lärmbelästigung geht natürlich immens nach unten. Wenn so ein Großflughafen plötzlich nur noch leise Elektromotoren hat, die Flugzeuge durch die Gegend rollen, dann ist das alles viel entspannter. Natürlich, der Start bleibt immer noch. Aber eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Und die Elektromotoren werden halt mit einem Hilfsgenerator versorgt und der verbraucht irgendwie nur noch der Treibstoffverbrauch sinkt um 2/3 dann.
Okay. Während des Rollens. Eine feine Geschichte. Das ist natürlich eine super Sache. Jetzt fehlt an Bord nur noch der Sparduschkopf von Bert, um mit wenig Wasser an Bord duschen zu können. Also ich würde sagen, aber du bist ja eigentlich so ein Segeltyp, du bist doch gar kein Flieger, oder? Du wirst lachen, Frank, aber ein kleines Flugzeug, ich rede jetzt nicht für den großen, wo man nichts machen kann, aber wenn man wirklich mal in einem kleinen Flugzeug sitzt, ein kleines Flugzeug auf Kurs zu halten, ist genau dieselbe Technik wie ein Segelboot auf Kurs zu halten. Man hat mit dem Wind zu tun, man muss immer gegen den Wind ansteuern und das Fliegen ist halt noch eine besonders tolle Sache, weil man ist wirklich in alle Richtungen frei. Also wenn du es jemals gemacht hast, in so einem kleinen Flugzeug zu sitzen, ich hatte das Vergnügen schon mal mehrmals, wenn man direkt durch die Wolken fliegt. Also Wolken ist in Deutschland auch verboten, darfst du auch nicht durchfliegen. Aber es ist schon toll, mal da oben zu fliegen. Und was mich zum Beispiel da oben immer extrem gestört hat, ist der Lärm, ob im Hubschrauber oder im Flugzeug. Und da sind die Elektromotoren natürlich ganz groß dabei. Also ich würde sagen, die kleinen Flugzeuge haben es schon geschafft. Bei den großen müssen wir leider noch ein bisschen auf die Entwicklung und Forschung setzen, dass da die Motoren noch nachziehen und eben auch auf die neuen Akku-Generationen hoffen. So, jetzt müssen wir aufhören, weil die Pizza kommt und wir alle hungrig sind. Ja. Aber ich möchte diese Sendung nicht beschließen, ohne unsere jüngsten Zuschauer noch mal kurz zu befragen. Da gehe ich noch mal kurz hin. So. Haben Sie es bereut, dass Sie gekommen sind? Nö. Haben Sie irgendwas Interessantes mitgenommen aus? Sie wissen jetzt, welches Elektroflugzeug Sie sich kaufen wollen. Na, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass Krebse auch eine Schnecke, nee, Quatsch. Kernspintomographie. Dass die Krebse die Schnecke hochfahren, alles klar. Kernspintomographie. Würden Sie denn wiederkommen? Ja doch, ja, macht jetzt erstmal Sommerpause, wurde mir genau gesagt. Und ab August geht es dann weiter. Hier, im Warroom, alles klar. Dann zählen wir auf Sie. Und, wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Also das wollte ich hören. Mit der Wasserkraft war interessant. Das hat mich sehr interessiert. Auch als Maschinenbauer. Also. Genau. Und ich komme sehr gern wieder. Er hat gleich einen Job für Sie, Herr Hart. Können Sie gleich loslegen. So, für heute haben wir es geschafft. Bert, am Donnerstag geht es weiter mit Leben mit der Energiewende TV. Da haben wir dann, vielen Dank für die Pizza. Deshalb muss ich die Sendung jetzt leider beenden. Danke. Am Donnerstag geht es weiter mit Leben mit der Energiewende TV, wieder um 19.30 Uhr. Da heißt es dann Energiewende Business Montezigo. Wir zeigen Ihnen, wie ein Betrieb regenerativ seine Produktion durchführen kann. Das Ganze am Donnerstag hier um 19.30 Uhr. Wir haben es geschafft. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Bert, bei den Zuschauern. Tschüss, schönen Abend, auf Wiedersehen!